Das ist schon der debile Grinser, oder, der noch auf dem Fati ist. Was? Der debile Grinser, der auf dem Fati ist. Der auf jedem Fati ist, ja. Irgendwann, es gibt so Sachen, die machst du nicht extra und irgendwann sind sie einfach einbrennt. Sind sie einfach ja. Teil vom... Ja, das Wort ist cringe, oder? Vom Wesen. Ja, cringe, cringe also, sagen. Viel basiert auf cringe. So, ja. Cringe Comedy at its finest. So, läuft alles. Sorry für die Wartezeit, Christoph. Aber wir sind ready. Yes. Super Moritz, würde ich jetzt fast sagen, ja. weil du kommst direkt vom Arbeiten und du hast ja. wirklich ein 1:1 Super Mario Outfit. Ich find's richtig also ich habe keine Latzhose an. Latzhose ja. und noch rot, der Super Mario ist ja rot. Ja, es ist einfach ein warmer Pulli, es ist super kalt beim Arbeiten, es zücht. Was schaffst du genau? Ich arbeite in der Spedition bei einer Seifenfabrik außerhalb von Zürich. Wo du mitgebracht hast, und zwar wirklich eine von meinen Lieblingsseifen, ja. wird auch bei meiner Mitbewohnerin für sehr viel Freude sorgen, wenn ich die ja. reinbringe. Aber wohnst du nicht allein? Nein. Wieso nicht? Gut, sie hat lieber den Begriff Freundin. Alter Joke von mir. Kommt gut an, Programm. Ja. Kommt gut an. Ja, kommt wirklich sehr gut an. Sie kommt nicht einmal eine Premiere, oder? Ist so das Level von Beziehung. Nein, sie ist die Hause, sie passt auf die Hunde auf. Sie kann, aber ihr hängt gerne keine Hunde. Ja, aber... Wir haben jetzt einen Hund, haben wir. Corona-Hund? Nein, von der Familie an uns ja. überwiesen. Übergeben für so die letzten Jahre. Mhm. So als Entschuldigung und als Wiedergutmachung ja. für das ganze Leben. So, an dem Stelle. Moritz Schädler. Ja. Welcome. Danke. Merci. Danke für die Einladung. Wir haben jetzt, glaube die Menschen, die wir nicht haben wollen, die haben jetzt schon abgehängt. Und jetzt können wir richtig schwätzen. Ja. Wie geht's? Hey, im Fall gut. Ich bin müde. Ja, du hast Frischschicht gehabt? Ja. Ja, wir schaffen jetzt Corona-bedingt einen Doppelschichtbetrieb, dass die zwei Teams sich nicht treffen. Mhm. Und so ist es immer so ein Social Distancing, so ein Perron, wenn so der andere Zug kommt, ist so, hey. Und das sind ja alles so ein bisschen Familie, Freunde, so in dem Vibe, weil ganz viele so mittellose Musikerinnen und Musiker in der Fabrik arbeiten. Und ja, jetzt stehe ich halt am Morgen um 5 Uhr auf, gell? Wieso nicht? Und wechselt die Schichten oder musst du immer um 5 Uhr morgen? Nein, immer um 5 Uhr morgen. Wirklich? Ja. Einfach fix jetzt? Ja, weil sonst muss man ja die 10 Tage dazwischen haben oder so. Oh mein Gott. Glaube ich, was soll ich komme nicht raus. Es ist ja alles Corona-bedingt mittlerweile. Man kann, eigentlich kannst du ja... Ich könnte jetzt den Kaffee ins Gesicht schütten und sagen, wegen Corona. Ja, der Willis ist eigentlich einfach wegen der Klicks, wegen dem Skandal, wo niemand interessiert. Aber ich bin mega happy. So Comedian spritzt Comedian Kaffee ins Gesicht. Wenigstens bist du der Comedian in dieser Geschichte. Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Also du machst ja Stand-up. Ja. Wie lange schon? Seit dem November letzten. Seit einem Jahr. Weißt du das genaue Datum? Von meinem allerersten Dings, nein, was, vielleicht 7. November. 7. Ja, da waren wir jetzt aber wirklich ziemlich genau auf einem Jahr. So. Ja, hast du dann von nicht gefeiert? Mal mit meinen besten Gags. Mit meinem ersten Gag. Der ist... Also, mein erster... ich glaube, ich habe mega gerne Sex. Ich finde, Sex ist viel besser wie 5 oder 7. Nicht schlecht. Ja. Gut, es ist ein Spruchenwitz. Also ich habe nur einen Einstieg gebraucht, um dann mein Ficky-Ficky-Material schön durchbumsen. Aber gut, zum Beispiel auf Baseldeutsch würdest du schon mal nicht gehen. Ja, aber ich rede ja nicht Basel. Nein, aber ja. darum sage ich, es ist ein Spruchenwitz. Ja, aber auf Hochdeutsch könnte ich es, glaube ich, machen. Mm. Und dann darfst du aber nicht so hannoveranisch reden. Die 6. Da geht es ja nicht. Ich habe mal eine Primarschullehrerin gehabt, die wohnt in Mugrauer. Und sie hat sich so viel Mühe gegeben, zum Sex so wenig wie möglich wie Sex sagen. Sie hat wirklich so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich finde das Kind schon so, yeah. Das ist wirklich keine korrekte Aussprache vom Luxan-Wunder. Nein.
Der hat so einen YouTube-Channel, den ich liebe. Luxan Wunder heißt er. Ah, doch. Und einerseits macht er so Tutorials von Sachen, die nicht wirklich sind, wie zum Beispiel, wie man richtig eine Manjo schält. Ja, aber dann gibt es doch, wo einfach Lasagne steht, und das ist komplett falsch. Und der gibt es korrekte Aussprache. Ja. Und das ist zum Beispiel mein Liebling. Ein von meinen Lieblingen. Ja. Lachs. Mhm. Lachs. Und Zucchini ist Zatschnein. Finde ich ja sehr schön. Zatschnein und Aubergine. Ich habe mal in einer Diskothek gearbeitet und dort ist jemand an der Kasse am Arbeiten und dann sind so drei Leute so gekommen und haben Eintritt gezahlt und dann hat die eine noch so ein bisschen Essensreste im Gesicht gehabt und dann hat eben meine Arbeitskollegin gesagt, du Schatz, da ist noch ein bisschen Essen im Gesicht und sie so, ach, die Lasagne. In Berlin bin ich im Quatsch auftreten und die haben so Weihnachts-Specials. Kurz für Quatsch Comedy Club nehme ich mal an. Richtig. Oder? Ja, Entschuldigung. Alles cool. Und man kann auch QCC. Ich habe das Gefühl, speditiv arbeiten. Ich glaube, die müssen ihr Logo bald ändern. Das große Q. QAnon? Ja, funny. Das erste Mal, dass es Quatsch Comedy Club lustig ist. Die haben eben so Weihnachtsaktionen, wo du Fondue kannst essen mit deinen Geschäftskollegen oder was weiß ich und schaust Comedy, oder? Ja. Und ich habe lange nicht gecheckt, dass bei ihnen Fondue bei uns ja anders Fondue war, nämlich Fondue Chinoise. Ah, die Deutschen essen nicht Käse. Fleischfondue, nein, und das wird dann spezifisch erwähnt, das ist das Käsefondue. Ja? Aber wenn sie nur Fondue sagen, dann ist es Fondue Chinoise, oder? Okay. Und da habe ich das mal der Kellnerin so gesagt, und gesagt, mega lustig, wir in der Schweiz da, weißt du? Ja, ja. Und sie, ach so, Fondue Chinoise, ne? Ja. So. Neues? Neues. Nein, aber ich habe dich schon ein paar Mal gesehen auftreten als Stand-Upper. Ja. Und muss sagen, es ist nichts davon hängen geblieben, aber trotzdem dein Name, Moritz Schädler. Moritz Schädler, ja. Natürlich. Von wo kommt Schädler? Weißt du das bei Zufall? Ja, Schädler war ein Beruf im Mittelalter, wo so die Eisenring fürs Holzfass gemacht haben. Das nennt sich Schädeln. Ach so. Saufen eigentlich. Eigentlich Saufen. Ein komplizierter Ausdruck für Saufen. Boah, hier gehst du wieder geschädlert. Hey. Schädler können viel heißen. Ja, bedeutet so. In ihrer Welt. Ist quasi wie Schlumpfen oder so. Genau. Mein Vater sagt zum Beispiel immer umschlumpfen, für wenn er irgendwie in Trainerhose will daheim bleiben. So. Ja. Also, weißt du, irgendwie was ihr Väter eigentlich aus der Sicht von Kindern schon der Lebtag lang machen. Weil wir sehen die Männer ja eigentlich nur konstante Trainerhose daheim auf der Polstergruppe. Oder wir sehen sie nie. Oder wir sehen sie nie. Ja. Wie sie mal sind, Zigaretten holen. Ja. Und dann gehen schlumpfen. Ich weiß nicht, ich habe immer Zigaretten holen müssen von meinem Vater. Ich habe meine Mutter mir so. Ja. Was hat sie geraucht? Oder was raucht? Irgendein Marlboro hat sie geraucht. Und dort Gold? Dort hat es natürlich noch nicht Gold geheißen. Light so, wahrscheinlich. Oder heisst es jetzt Gold? Ich weiß nicht. Ja, Marlboro Light. Aber ich glaube, irgendwann hast du nicht mehr Zigaretten Light nennen, weil sie es nicht sind. Dann sind unsere Mütter Zigaretten. Zigaretten ist schwer. Wie viel hat den Liechtenstein gekostet für ihn? 19. Am Liechtenstein haben sie schon immer 1000 Franken pro Schachtel gekostet. 70 eine Zigarette. Als ich angefangen habe zu rauchen, habe ich halt wie in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, hat es halt gerade so um der Ecke so einen Dorfladen gegeben, wo aber halt auf so mega, mega fest auf du und du gesehen. Ja. Also sprich jetzt wie nicht, sie haben gewusst, was meine Eltern für Zigaretten rauchen. Ja, ja, ja. Und darum habe ich immer die Zigaretten rauchen müssen, die meine Eltern geraucht haben. Weil du quasi für deine Eltern bist, Zigaretten holen. Und ich habe wirklich, ich meine, ich bin allgemein sehr ein schlechter Schauspieler, also von ihm her, wenn das mal irgendwelche Produzenten oder so, bitte mich nicht casten, ich bin wirklich sehr schlecht. Koketterie. Punktli. auf jeden Fall habe ich dann immer so mega dumm. Ich so, und ich muss noch Zigaretten haben für den Papa, was raucht er schon wieder? So wirklich so. Dude. Und natürlich noch, sorry, dass es jetzt vielleicht so rauskommt, vielleicht dann das ein oder das andere Mal so gerne auch aufschreiben lassen.
Nein. Ja, weil wir haben halt dort so ein bisschen aufschreiben lassen, was Brot, Zeug und so. Gut, und dann, wenn die Eltern wieder mal sind, go zahlen, was sie auch immer haben müssen zahlen, haben sie ja nicht gemerkt, ob jetzt 3.700 oder 4.200. Ja. Gott, wir haben eh immer zu einer Million aufgerundet. Aber. Ich habe früher mal in einer Videothek geschafft und es ist wirklich ein Dude gekommen. Mit einem Ficky-Ficky-Vorhang. Ja, der hat es auch gehabt. Ja. Also das hat es alles gegeben, aber der Dude ist wirklich, der ist unglaublich gewesen. Das ist schon damals nicht gegangen und im 2020 wird er wahrscheinlich gelüncht werden. Aber es war ein Zuhälter gesehen, mit so langen Haaren und hat irgendwie so eine Bärtchen gehabt und was weiß ich. Und der Chef hat einfach gesagt, was auch immer bei ihm auf dem Konto steht, weißt du, irgendwie im Normalfall leuchtet es rot, sobald jemand im Minus ist eben, und dann sagst du, oh sorry, dürft ihr keine Filmmusik geben. Du darfst es nicht, oder? Dürft ihr keine Filmmusik geben, bis du das zahlt hast. Ja. Dann sagst du, was auch immer dort steht, du gibst ihm nochmal ein, gibst ihm den Film nochmal raus, weil er zahlt es dann irgendwann. Und dann habe ich irgendwie geschaut, dann ist irgendwie minus 637 Franken gesehen oder so. Und da ist wirklich oft ab und zu schon gekommen und hat auf den Ausgerufentisch gelegt und gesagt, also fürs letzte Mal, ja. Okay. Und dann ist er wieder gegangen. Also er ist immer, eigentlich hat es immer tun. Ja, aber er hat mit den Frauen ein bisschen sehr übel geredet, weil ab und zu sind die mitgekommen. Ja. Und haben irgendwie... Sind immer andere gesehen? Das sowieso, ja. Ja. Und haben dann halt, je nachdem von welchem Land sie gesehen sind, haben sie gefragt, ob auf dieser DVD die Spruch als Untertitel ist. Auch schon beobachtet, ja. Also ein Plattenladen, wo ich amigs hergegangen bin, da in Zürich, wo wirklich soziale Missstände hart aufeinander prallen. Schon? Ja. Ja, also ich wiederhole jetzt nicht, was er denn ihr gesagt hat damals, aber es ist wirklich so gesehen. Ja, also da ist die Film. Ich sage nichts mehr zu dem Thema. Ja. Bist du eingeschüchtert gewesen von dem Typ? Persönlich oder nein. Ich denke, es ist ein Arschloch. Nein, mir gefunden, es ist ein Arschloch. Ja. Ich, also, ich wüsste ja nicht, was der mir würde antun. Weißt du, das ist so ein bisschen... die mit dem TÜV überfahren. Vielleicht. Mach ein Feuer oben. Und dann wirft man den ausgelehnten Film an den Grind. Genau. Und dann gibt er dir aber für... Dann kommt er das nächste Mal wieder und gibt er 1000 Franken. Ey, was für das letzte Mal. Was man da mal genommen hat mit dem TÜV. Das war jetzt sehr obskur, aber ich finde es schön. Ich finde es sehr schön. Ja. Ich find's sehr schön. Das mag ich übrigens auch an dir, dass du hast so eine du hörst dich jetzt viel, ich habe jetzt Angst. Hey, im Fall, ganz ehrlich, das ist jetzt echt die Erfahrung, meine erste Zigarette vom Tag gekocht. Aha, okay. Es sollte alles legitim sein und das tut mir total leid, aber ich lasse eigentlich mega fest auf die Zeichen, die mein Körper mir sendet. Das finde ich eigentlich nur eine geile Ankündigung. Hey, falls, tut es mir mega leid. Nein, Fall wirklich. Ja, also, logisch. Film, wir müssen uns einfach jetzt momentan, glaube ich, viel mehr testen oder so. Ist die Empfehlung? Ja. Habe ich gehört. Ja. Gut, ich habe mich ja schon vor Corona sehr oft testen lassen. Obwohl, du bist ja jetzt vielleicht in dem Level Fame-Comedian, dass du eigentlich fast schon immer dran glauben solltest, oder? Jetzt wäre doch der nächste Schritt für deine Karriere. Ich weiß es nicht genau. Es sind sehr wenig bis jetzt. Ja, aber ich glaube, so kannst du dich eigentlich manifestieren, dass du glaub, auch zu den Grossen gehörst. Ich bin mir bei den Deutschen zum Beispiel bin mir nicht ganz sicher, ob die sich zu den Grossen manifestiert haben. Zum Beispiel der Wendler. Oder der Wendler habe ich ja schon beobachtet, schon so lange. Ein faszinierender Mensch. Wendler habe ich früher noch wirklich richtig mühsam googeln müssen. Wirklich? Wegen? Ja, weil er einfach nicht so... Es ist vor... Wann ist es gewesen? Vor etwa 8 Jahren ist mal die Spiegel-TV-Reportage drin gelaufen. Die habe ich aber auch gesehen. Wenn der Wendler kommt. Beste. Die habe ich aber auch gesehen. Beste. Und dann habe ich aber damals gesagt. Das ist dort gesehen, wo er eben erklärt, dass er nur seine eigene Musik hört, weil er will keine anderen Einflüsse. So gut. und dann siehst du ihn doch mal im Auto seinen eigenen Song los und dazu singen, oder? Das ist Weltklasse. Das ist so gut. Und dort ist ja nur ihr NRW einfach gross. Aber dort, wirklich. Und dort ist mit ihrer Frau zusammen und sie hat sich ja noch verschuldet wegen dem Label und ja, ja. Steuern gezahlt und so dort das ganze aber wirklich Zeug. Die Shows, dort, weißt du, mit so übermäßigen Absperrungen, damit regular 58 nicht Ja, aber so die jungen Girls, schon dort gestanden. Also ein bisschen einfach Ballermann und dann kommt so ein Studio und lallt wie irgendwas vom geilen Foxtrot-Disco. Ja, dann genau. Machen wir immer so Foxtrot-Disco und so, oh, so gut. Ja.
Ich habe übrigens herausgefunden, dass, wie heißt sie, seine zweite Frau, Laura? Laura Müller oder so? Also Frau, ja. Also er hat sie geheiratet. Ja, ja, aber also, ich weiß nicht, ob sie biologisch eine Frau ist. Er wird es am besten wissen. Nein, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ach, er hat sie noch nie nackt gesehen. Also doch, es gibt Footage, wo sie vor anderthalb Jahren, zwei Jahren mit dem Frank Zander angebandelt hat, wo sie ja auch so ein alter Schlagerfuzzi ist. Ja. Ich glaube, das ist auch einfach... Ist nicht der gesehen, hat nicht da gemacht, hier kommt Kurt. Genau, ja. Mit und ohne Kurt, oder ist ja, es gegangen? Genau, ja. Weltklasse. Naja, für Deutschland. Deutsche Weltklasse. Deutschklasse. Ja. Deutschklasse. Das ist doch ein schönes Wort. C-Klasse quasi. Deutschklasse. Ja. D-Klasse. Mhm. Jetzt haben wir es. D-Klasse. Gibt es eine D-Klasse bei Mercedes? Nein, aber wegen Deutschland. Und es ist so ja. A, B, C. Ja. Gibt es noch D-Promis? Nein, es gibt, glaube ich, man kategorisiert nur bis C-Promis. C und C machen wir auch die Zerbele draus. Also ich finde so Z-Promi eigentlich auch noch herzig. Ich weiß nicht, was ich jetzt in der Schweiz bin. Ich weiß nicht, bei welchem Buchstaben. Ich glaube, in der Schweiz hat man eben gar nicht so die Klasse gemacht. Gibt's gar A, B, C. In der Schweiz gibt es gar keine Promis. Stimmt. Nein. Ich habe mal ein ganzes Programm darüber gemacht und es ist in genau zwei Städten sehr gut funktionstüchtig gesehen. Was hast du dort, erzählt? Wienerli Promi. Ich habe dann so Unterscheidungen gemacht, von wegen, es gibt ja eben keine Promis an sich, sondern es gibt eigentlich den Superstar, dann gibt es noch einen, das ist der Federer. Ja. Dann gibt es tatsächlich ein paar Promis im klassischen Sinn. Wer ist da so dabei? Das ist dort vor allem zum Beispiel der Stress. Weißt du, so. Wo jeder Mensch kennt einen roten Teppich, es werden Leute Fotos, so das Programm, oder? Dann kommt der Servel ab, in dem Fall habe ich es natürlich anders genannt, Wienerli Promi, weil es noch ein bisschen erbärmlicher ist als der Servel. Ja. Also ein bisschen Kummer und ein bisschen... Ja. Man kann aber beide Würste roh essen. Oh. Überleg. Ja, ich komme aus einer Metzgerfamilie. Wirklich? Ja, ich habe schon geforscht, da bist du noch... Das müssen wir auch noch besprechen. Ja. Ich kann nicht denken, dass ich jemanden mal zu Gast habe, der etwas mit der Beatrice Egli zusammen gemeinsam hat, aber tatsächlich. Wieso also, sie hat auch schon gewurstet. Ah, jetzt wegen Egli viele. Nein, sondern wirklich, weil sie aus einer Metzgerfamilie ist. Ah. Mhm. Ja. Die richtige Metzgertochter, gell? Beatrice Egli ist die Schlagersängerin. Ja. Wo aber auch in Deutschland ein bisschen gerissen hat. Schon, ja, die hat also, DSDS gewonnen und ist dann, zuerst hat sie sich vom Edide. Ein Album geschrieben und nachher hat es ihn aber fallen lassen, um richtig durchzustarten, so, weil der Knebelvertrag und so. Aber sie macht Schlager. Ja. Oder sie ist, hat wahrscheinlich Pop gemacht bei DSDS und dann Schlager. Oder ist DSDS zu einem Zeitpunkt schon so, dass sie verschiedene Genres hatten? Sie hat DSDS mit Schlagersongs gewonnen. Ah. Sie ist auf die reingelaufen und hat gesagt, ich singe Schlager. Mhm. Und das war der Shit. So. Mhm. Da haben sie die Leute nicht gespürt. Das ist wahrscheinlich gerade noch atemlos. Ist gerade so die Dings gesehen. Ich habe gerade so on the verge gesehen, genau. Okay. Ich bin momentan mega schlecht mit so Gala und bunten Content. Da bin ich früher brutal gut gesehen. Wirklich? Ja. Ich habe ganz viel Wissen über Blaublüter und so. Oh. Ja. Also K. Ja. Yeah. Mittlerweile nicht mehr so. Wo hat das aufgehört? Kann ich in dem Fall nicht mehr sagen. Okay, aber du wirst mir sicher ein paar so komische Vorteile vom Fürst können aus dem Weg räumen oder bestätigen, wer weiß. Was sind deine Fragen? Und zwar, ich habe mal gehört, dass der Fürst von Liechtenstein einmal im Jahr ein riesen Fest macht auf seine Kosten, wo nur Bürger von Liechtenstein. Also es gibt eine Staatsviertig am 15. August, wo standesgemäß auf der Schlosswiese zuerst eine Messe und dann die Ansprache stattfinden vom Landtagspräsident wie auch vom Fürst bzw. jetzt vom Erbprinz, der es geschäftlich übernommen hat, der Alois. Sicher mit ihren Schulen und so, oder was? Bitte? Sicher mit ihren Schulen oder so? Nein, der ist älter. Ah, okay. Ist älter. Aber kennst du ihn sicher? Aber die Söhne vom Erbprinz haben bei meiner Mutter Skifahren gelernt. auf jeden Fall gibt es halt dort so das Dings und nachher hat man früher einfach in Rosen, also haben einfach alle in den Rosengarten können, wo es dann gratis Brezel und Bier gegeben hat.
Ja. Und dann ist das hijacked worden von Reiseunternehmen, besonders aus Deutschland, die so inseriert haben, so Brunch mit dem Fürsten, Meet and Greet und sowas. Und da hat ja niemand kontrolliert. Ja. Und dann ist das so oft mal so überlaufen worden von einfach so Bustourismus. Und man ist dann auch noch mit der Reisebüste auf dieser pflasterten Straße und so. dass das dann jetzt einfach so ist, dass es wie so eine Lotterie gibt, wo du einfach einen Code überkommst als Haushalt im Liechtenstein. Ah, es darf also gar du darfst nicht. Also du darfst auch als Ausländer, der im Liechtenstein lebt, darfst du auch hingehen, yeah. Aber nicht einfach random. Ja. Eben, und in dem Fall darf auch nicht jeder und jede, die im Liechtenstein lebt, sondern das wird jetzt ausgelost. So. Also ausgelost, wenn du gehen willst, schaffst du es, glaube ich, schon. Mhm. Ja. So ein bisschen wie Swiss Music Awards. Wenn du wirklich willst gehen, schaffst du es. Im Fall, ich bin ja Gitarrist bei Crimer, yeah. Ein Musiker aus der Schweiz, yeah. So ein Sänger. Und, sehr guter Sänger. Ja, fantastisch. Yeah. Auf jeden Fall, ich habe nie mit dürfen. Wirklich? Nein, das ist dann brutal schwierig mit dem Billett. Ah, ja klar, ich glaube, es ist fast schlimmer, wenn du im Business bist, weil eben dann musst du kämpfen um Anzahl Billett, aber mittelmäßiger Komiker aus der Schweiz. Man, er ist nominiert gesehen. Man darf nicht mal seine Google mitnehmen. Gut, es hat auch geändert, muss ich sagen, weißt du, beim Hallenstadion ist es wirklich so gesehen. Nicht einmal dort! Nicht. Nein! Dort bin ich, und ich habe allen gesehen, dass ich gang. Mein Gott, mir ist das mal so etwas Peinliches passieren. Was? Ich bin ganz großer James Grunz-Fan. Wirklich. Ja. Ich liebe ihn. Ja. Und ich habe eh immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn sehe. Weil er ist mal in meiner Late-Night-Show, die ich damals gemacht habe, auftreten. Ja. Und dummerweise habe ich dort, also nicht dummerweise, toller Typ, der Claudio Del Principe, Foodblogger, habe ich noch eingeladen gehabt. Und der hat gefunden, er bringt ein Kilo Dry Age, was weiß ich, Angus Beef mit. Also ein angeschimmelter Sieg. Yeah, ja, so ein riesen Ding. Ja. Und weil ich Sponsoring hatte von MediaMarkt, habe ich jede Folge habe ich irgendein tolles Elektroprodukt aus dem Hause MediaMarkt, das ich kann aussuchen konnte, habe ich quasi vorgestellt. So, ja. Oder? Das ist denen scheißegal gewesen. Das ist ein bisschen lustig. Oh. Ja, sie haben es auf immer gegeben. Sie haben gesagt, was du auch immer willst, wir geben dir es. Hauptsache ist, du sagst einmal, dass man es im Mediamarkt kriegt. Oder? Und darum habe ich dann halt auf immer Zeugs gemacht. Mit dem Zeug. Und in dem Fall habe ich gesagt, super, dann können wir das Steak auf so einem Tischgrill machen. Oder? Ja. Und dann hat mir das Theater den Rauchmelder abstellen, weil... Das ist so eine dumme Idee, jetzt schon. Ja. Und es ist noch irgendetwas passiert. Nein, es ist ganz schlimm gesagt. Dann kommt James Grunz auf die Bühne, in der zweiten Hälfte und singt so einen mega schönen, ruhigen Song. Mhm. Weißt du, wirklich, er tut knapp, ich glaube, er hat ein Piano dabei gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher, Piano oder Gitarre. Aber auf jeden Fall, das Instrument, das er auch immer gespielt hat, tut er knapp überhaupt berühren. Weißt du, es ist so ein feiner Song. Und es ist so in dieser Lautstärke. Ja. Und klassisch James Brunz halt, wie man liebt. Zwei Meter entfernt ist so ein 1 Kilo Ribeye. Wo am Grillen ist. Okay. Yeah. Und so ein hoher Rauch, der ihm immer ins Gesicht geflogen ist. Und so. Und wegen dem habe ich immer schon grundsätzlich ein mega schlechtes Gewissen, wenn ich gesehen grundsätzlich. Darum habe ich James grundsätzlich immer schon ein schlechtes Gewissen. Ja. Und dann gesehen ihn bei den Swiss Music Awards irgendwie. Das Jahr oder wie? Nein, jetzt zwei, drei Jahre her. Apero vorhat, eben noch Hallenstadion. Und dann sagt er, hey, alles klar, wie geht's? Blablabla. Und dann sage ich so, und was ist deine Funktion heute? Er ist irgendwie, weiß nicht, wie oft nominiert gesehen. Ah, und ich okay. So, also ja, ich bin nominiert. Und dann hat er, glaube ich, sogar noch etwas gesagt, aber das schaffst du doch beim Radio, weißt du das nicht? Vielleicht tun wir jetzt auch Wörter ins Maul legen. Aber natürlich hat er dann zweimal gewonnen. Ja, hast du ihm nachher noch einmal gesehen und hast ihm gratuliert? Eben nicht! Ich habe ihn seither nicht mehr gesehen. Und dann riecht ihm eigentlich ein Gruß aus. Irgendwie. Der Charlie hat mal mit ihm einen Auftritt gehabt und so. Und ich glaube, Charlie hat dann gesagt, ja, oh, ich glaube, vielleicht sind wir ein bisschen... Vielleicht bin ich ein bisschen zu forscht rein, weil du hast so vor dem Auftritt. Und dann sagst du, hey, noch einen Gruß und so. Und wir haben immer die Lieder gelost, die wir in der Lake sind. Ja, es gibt manchmal Momente und es gibt so nicht Momente, habe ich das Gefühl. Ich weiß, im Fall jetzt so ganz ehrlich, weiß ich gerade nicht, wer der James Grunz ist. Ich verwechsle die Leute immer ein bisschen. Nicht im Ernst. Mal. Ich bin so schlecht, was Schweizer Musikszene angeht. Ich habe das erst mit Crimer
angefangen zu lernen. Und es ist schon der Running Gag im Tourbus, dass irgendwie DRS3 läuft oder so und dann läuft irgendein Schweizer Guggen. Und ich bin, im, das ist so mein Satz, was ist es? Also James Kunz ist zum Beispiel, ich werde mir jetzt mega gerecht, indem wir machen. Das ist James Kunz. Ja. So, alles, was tönt wie das, ist James Kunz. Ja. Because all I really want in life is you. Ba-da-ba-ba. Ich kann mich aber nur an James Kunz, ist das Einzige, was ich mal erfunden habe. Bezüglich ihm. Aber ich sage so gerne Brunzen. Ganz gutes Wortspiel. Ich finde, Brunzen fühlt sich fast so gut an wie Brunzen selber. Zum Brunzen sagen. Findest du nicht auch? Brunzen finde ich ein richtig geiles Wort. Also? Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. Mhm. Ja. Besonders ist es im Dialekt so wirklich. Gell? Ja. Es ist eigentlich ein baseldeutsches Wort. Das ist jetzt ein richtig baseldeutsches Wort. Du redest baseldeutsch? Ja. Okay. Man sagt Baseldeutsch und nicht Baselhochdeutsch. Ist mir so scheißegal. Also erzähl jetzt, dann hast du auf dem Schlossgarten. Ja, das ist einfach der Apero. Okay, und jetzt hat mir tatsächlich. Ich bin nicht so Fürsten nach. Nein, aber jetzt hat mir jemand erzählt, dass. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es an dem Apero ist oder ob es irgendwie noch ein anderes Fest ist. Führwerk nachher oder was? Dass irgendwie noch eine Tina Turner oder so auftritt. Nein, es stimmt nicht. Eben, das Harmoniemusik für uns Hymne und dann ist fertig. Wie immer. Nur die Hymne oder spielen sie dann auch noch irgendwie so bekannte Hits? Also spielen nur 2-3 Songs von mir und dann bin ich im Lichtstein eigentlich eher bekannt als Popmusiker. Spielen sie dann meine grössten Hits. Zum Beispiel? Die Fürst vom Fürst. Fürst Klaas. Was gibt's da? Du wirst vom Fürst, der Test ist schon. Es ist ein Song, den ich nicht geschrieben habe. Aber nicht? Gibt's. Schade. Fernsehen, grosser Hit. Wie hätte eure Metzgerät geheißen? Würstentum. Hey! Oh nein. Gott. Nein, es hat anders geheißen. Wie hat sie geheißen? Metzgerei Mehr, das ist von der Mutterseite. Aha, nicht Schädler, sondern Mehr. Mehr, ja. Okay. Metzgerei Schädler macht in Tresenberg, aus der Gemeinde, wo ich komme. Ist die beste. Wie heißt die Metzger gemeint? Überhaupt? Tresenberg. Tresenberg. Ja. Ja. Oder Tresenberger sagt noch Tresenberg dazu, weil es ist die einzige Walser Gemeinde im Liechtenstein. Und es ist die einzige Gemeinde, wo man wirklich anders redet. Ich rede nicht so. Von dort kommt der L. Walser in dem Fall. Nein, der L. Walser. Nein, Walser ist noch mal interessant. Der L. Walser kommt aus. Was habe ich vor, dass der L. kommt? Von Tresa oder von Dotz oder so? Aber es ist schon alles kompliziert und nicht relevant. Und nicht 2 Kilometer, oder was? Ich finde es immer so lustig, wenn mich Leute fragen, von wo sie denn genau im Lichtstein kommen. Weil sie kennen eh nur Schaan oder Verdutz. Ja, oder vielleicht weiss man eben Joker-mäßig Tresen. Ah, wirklich? Ich habe meine Schwester hat mal einen Freund gehabt zu Tresen. Auf jeden Fall finde ich es so nicht relevant, in welcher Gemeinde man wohnt, weil es macht so keinen. Da, Tresenberg, da ist er. Und da hast du nebenan Tresen und unten hast du Balzers. Ist das ein Liechtensteiner Buch? Ja, los jetzt. Das habe ich geschenkt gekriegt bei meinem ersten Auftritt im Liechtenstein. Wo hast du gespielt? Im Tack oder im Schlösslikeller? Im Schlösslikeller. Ja. Und, super nette Leute dort, oder? Großartig. Ja, auch geile Location. Gerne. Super. Bist du noch dort gesehen, wo effektiv das alte Schlössli-Ding ist oder schon unten? Erste Saison, wo das neue war. Okay. Also es ist weder ein Schlössli, noch ist ein Keller. Nein, sondern eine ehemalige Druckerei. Sondern auf den, also eine Betonblock. Genau, mit aber, ganz viel Molton. Ja, aber der Raum ist recht geil. Cool. Sie haben es gut gemacht und es sind super, super nette Leute. Und dort habe ich ja meine Cabaret-Erfahrungen gemacht. Bist du jetzt schon mal dort auftreten? Mhm. Ich bin natürlich eigentlich Humorist, seit es Mikrofonständer gibt. Aber jetzt so Comedy mache ich trotzdem erst seit November. Kommen wir noch dazu. Ja. Und dann habe ich das Buch geschenkt gekriegt. Ein Bilderwörterbuch der Liechtensteiner Sprache. Darf ich das anschauen? Ich kann es nicht so gut mit Wörtern. Ja, aber mach mal du. Und darum hat es halt besser noch ein Bild dazu, damit man einfach versteht. Sag mal die Wörter. Ich finde aber noch geil, etwas habe ich gesehen, das habe ich richtig spannend gefunden. Nämlich, das habe ich noch nicht gesehen, aber finde ich dann auch gut. Hodler. Hodler? Ja. Mhm. Das sind Kleider in dem Fall. Ja. Yeah. Nein, ganz gut finde ich, dass der Fuß. Fuß ist alles. Das ganze Bein. Klassiker. Das macht absolut keinen Sinn. Fuß gebrochen. Das heißt, du könntest auch den Oberschenkel gebrochen haben. Fuß passiert.
Den Füße rasieren. Füße rasieren, natürlich. Und was sie auch immer haben wollen. Fick deinen Fuß. Aus Knie ist dann Fuß. Nein, Knie haben wir. Ah, eben. Ja. So, Schuhbändel habe ich gedacht, das muss man jetzt nicht unbedingt erklären. Ja. Aber etwas ist auch so ganz speziell gesehen. Ah, das ist wahrscheinlich aus dem Heuladen. Okay, ja. Das ist der coole Laden. Ah, genau, der Drucker. Der Drucker? Das ist Drucker, oder? Nein, das ist der Fernsehdrucker. Ja, das ist die Fernbedienung. What the fuck? Ja. Drucker? Ja, weil der druckst. Ja. Also ich finde es geil, dass du alles so wörtlich nimmst. Ah, sieht man so gerne nicht. Oh mein Gott. Da könnt ihr eigentlich, glaube ich, ein Programm draus machen. Gib mal schnell. ich bringe jetzt gerade einen Witz aus meinem ersten Solo. Es heisst Superschädler. Ja, natürlich. Also auf Spreadler. Yeah. Superschädler. einem Chopper eingebrunzt. Verzählen, bla bla bla. Ja, aber gewisse Sachen sind ja. So, wenn man Schweizerdeutsch ist es nicht so. Eigentlich effektiv das Lieblingswort von allen Leuten ist, so aus der Schweiz, ist ja immer Baum. Weißt du, was ein Baum ist? Mhm. Ein Baum ist ein Baum. Mhm. Und stimmt. Was ist die Mehrzahl vom Baum? Bäm! Ja, ja, das ist aber irgendwie schon mal Thema gesehen mit jemandem aus dem Lichterstein. Eben, es ist immer der Klassiker. Weil Klassiker. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie ein Küchenkästchen in der Schweiz. Eigentlich dritte Auflage. Ja. Weißt du denn Vanessa Hassler? Ja, die kennst du sicher auch. Hat niemand ihr schon mal geschmust? Kann man sagen. Nein. Ja, niemand der Lichterstein. Hast du mit ihr schon mal geschädelt? Das darf ich nichts Neues dazu sagen. Ich habe Christoph noch nie so oft gehört lachen wie heute übrigens. Ist, glaube ich, ein brutal gutes Zeichen. Endlich läuft mal etwas in dem viel gut. In dem viel gut Zeich da. Ja, ich habe heute eingelassen beim Arbeiten. Ah, wirklich? Ja. Was? Also ein Programm von mir oder der Podcast? Nein, schon der Podcast. Lieber unplans Gelaber. Also wir, nein, warte, das Special-Zeug von dir habe ich auch geschaut. Ich nenne es jetzt mal Special und nicht Solo. Sehr lieb von dir, ja. Ja, das, was du aufgeladen hast, irgendwie letzte, wo das andere wieder absagen hast müssen, ist doch die Premiere verschoben und dann hast du irgendetwas aufgeladen vom letzten Mal. Das letzte Solo einfach, ja? Genau. Feel Good Comedian. Ja. Habe ich angeschaut. Hast du geschaut? Ja. Zwischen okay. Und dann ist Pizza gekommen und dann denke ich, jetzt schaue ich etwas Richtiges. Nein, sorry, ich will dich gerne nicht roasten. Nein. Aber heute den Podcast gelassen, ja. Okay. Ja. Ich sage noch nicht Danke, weil ich warte noch auf... Nein, ich natürlich einfach mit einem illustren Gast. Und dann ist es ja eh schon immer... Dann muss ich ja gar nicht machen. Darf ich dir ein Geheimnis erzählen? Das ist vielleicht... Vielleicht kommt es jetzt gerne gut oder so, aber ich probiere es einfach mal. Mhm. Weil ich bin für komplette... Sonst schneiden wir es raus. Ich bin für komplette Transparenz. Ich habe ja, wo ich angefangen habe mit dem Comedy-Ding, so, ich bin also ähnlich wie in der Musik. Wer ist es? Ich habe mich auch nicht auskennt jetzt bezüglich Stand-up in der Schweiz. Ja. Yeah. Sondern bin ich einfach der Klassiker, bin einmal ins Longstreet kontrollieren und denke, kann ich auch gut machen. Ja. <Yeah. lacht> Und du bist vielleicht mal auftreten, oder auf jeden Fall bist du irgendwie auch in der Mix gesehen, oder ich habe es mal irgendwo gesehen. Mhm. Und irgendwie deine Frisur und irgendwie Körpersprache, halt Katastrophe und so. Und nein, und ich habe wie gedacht, hey, ich glaube, der Joel finde ich nicht gut. Mhm. Hat sich einfach so bei mir so, nein, was viel gut Comedian, was, nein. Weil das Problem ist bei mir, ich bin zwar Newcomer, aber mir ist letztens im Telefon gesehen worden, ich verhalte mich so wie einer, der schon seit 20 Jahren in der Branche ist. Aha, und einfach hässig ist. Aber sogar noch hässig ist? Ja. Und dann habe ich wie gedacht, nein, okay, die finde ich einen Kuckus. Und dann haben wir zusammen gespielt. Das Sommer? Also sehr das im Sommer. Und dann habe ich gecheckt, weil dass du davor schon nett bist, das habe ich auch nie gewusst, aber nett ist ja die Kleinschwester von Scheiße. Interessiert ja niemand. Und dann haben wir zusammen gespielt. Und Kon-Tiki oder Dings? Oder dann tatsächlich die Fernsehshow? Nein, gut, im Kon-Tiki hast du natürlich auch brilliert mit dem Abschied, den ich jetzt nicht wiederholen kann, weil wenn die Leute erfahren, wie grusig, dass du eigentlich offstage redest. Was habe ich dir gesagt? Fick nicht zu viel. So hast du.
Ich habe zwei Tage später die Aufnahme gehabt fürs Fernsehen und habe das letzte Mal, oder nein, am Tag danach, das war am Montagabend, und das letzte Mal haben wir das Material getestet und so. Und du hast, glaube ich, mir, wie vielleicht ein bisschen Nervosität nicht wollen, oder vielleicht auch einfach einen dummen Spruch, wahrscheinlich eine Melange aus beidem. Yeah. Und hast einfach gesagt, fick nicht zu viel. Und ich habe wie dann so im Zeitpunkt gerade auch mit jemandem angefangen zu daten und habe wie so gedacht, was der denn das, wer das ist und so. Und ich so, oh nein. Das so, habe ich ja dort nicht gewusst. Nein, eben. Und darum, ich bin wirklich richtig verwirrt. Also ich habe es brutal lustig gefunden, aber auch mega verwirrt. Nein, und was ich sagen wollte, ist, wir haben ein Zimmer gespielt, dann so richtig über das im Fernsehen. Ja. Yeah. Und dann habe ich das nochmal im Fernsehen angeschaut. Die Aufzeichnung. Yeah. Und dann denke ich, fuck, man, der Schöschuh, wie ich die auch amigs nenne. Ja, viele, wir nennen. Ja. Ist so? Natürlich. Alle, oder? Eigentlich. Schöschuh, Schöschi, Schöcku, ja. Schöckeli. Obwohl du nicht schön bist, überleg mal, Bro. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Ich bin jetzt vom Pfeife wach. Auf jeden Fall habe ich die mega, mega gut gefunden und habe endlich die Brillanz, die dir ja nicht nachgesehen wird, eigentlich. Gesehen. In anderen Worten, ich finde dich gut. Sorry, nein, ich bin damals mega blöd bei so Sachen. Danke. Nein, aber wirklich, ist mir wichtig, weil ich finde es eigentlich mega, ich könnte wie nicht damit leben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Wieso immer. Obwohl man eigentlich auch die Schnorren halten könnte und hey, ich finde ihn ja gut. Aber ja, ich bin einfach glaub, eher ein Hater. Ich bin glaub, wirklich einfach ein bisschen ein Hater. Es ist aber auch mega komisch, dass da ertappe ich mich zum Teil noch. Wenn du jemanden einmal siehst auftreten, bildest du dir deine Meinung. Und die kann zum Teil jahrelang so bleiben, obwohl du die Person, nie mehr hast gesehen auftreten. Und gerade Comedy, wissen wir ja alle, ist Entwicklungskunst. Erstens ist es Entwicklungskunst und es kann wirklich ein Cold Room sein. Was auch immer, ja. Und ich habe mich selber schon ertappt, wenn ich irgendjemanden mal nicht mehr gesehen habe und dann oft in meinem Kopf, oh mein Gott, ist das schlecht. Das ist ja. Aber bei wem jetzt so kommt jetzt, wenn man. Nein, ich weiß so einen Scheiß nicht mal mehr. Aber wirklich, ich weiß noch. Weißt, wer du am schlechtesten findest. Am überschätzesten. Nein, weil die ich am schlechtesten finde, die werden auch nicht wirklich geschätzt. Also kann man sie auch nicht überschätzen. Ah, ist es so? Du findest wirklich die Schlechten auch schlecht. Ja, wobei, es gibt natürlich. Es gibt schon Leute, die Geld damit verdienen. Es gibt bei Open Mics gibt's brillante Sequenzen von Leute, die auftreten, die nicht checken, wie brillant das gerade ist. Und das ist dann irgendwie noch geil, weil es einfach irgendwie, es kommt roh raus. Kann mal einer sehen, ich weiß wirklich nicht mehr, wie er heisst. Ja. Und der hat, Scheiß, der hat ein Trauma nach dem anderen, ich weiß aber nicht mehr, ob du auch gesehen bist im Contiki, der hat ein Trauma nach dem anderen abgelaufen von sich. Und wenn dort wirklich ein Mühe anfängst zu tweaken, dann ist das the funniest shit ever. Aber ist der gewesen, der nur wirklich einfach richtig Bad Vibes, oder? Er hat irgendetwas erzählt von wegen, was irgendwie. Das ist aber so geil gewesen. Wenn du das richtig würdest, nochmal aufdrehen, er hat irgendetwas erzählt von irgendeiner Fahrt mit seinem Auto, mit seinem Vater Auto. Und ja, sein Vater hat so eine komische Krankheit, wo dadurch blind wird. Und darum ist dann das und das. Ah, mal, das habe ich gesehen. Ja, ich bin dort gesehen. Und das ist Legende gewesen. Das ist so geil gewesen. Also, mega. Ich kann so denken, wenn. Es hat null da, oder? Nein, es hat im Raum null da. Ja, 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 ja. Aber der Kollege von mir, der hure viel Stand-up schaut, der hat Tränen gelacht. Ja, ja. Weil er gesehen hat. Schon auch nochmal, ich weiß, ich finde, bei so Sachen kommt bei mir ab und zu dann auch so mega so die Meta-Sachen da drin, wo ich einfach wieder denke, hey, das ist jetzt gerade auch einfach alles so gaga und dann finde ich es richtig, richtig lustig. So. Drum, es hat schon, Open Mic hat schon einen extremen Reiz. Ja. Machst du es gern? Zum Spielen? Ja. Ja, es gibt Räume, wo ich deutlich lieber mache als andere. Ja. Und Open Mic ist eben, ich finde es noch spannend, weil Open Mic ist so ein Mikrokosmos mit den Menschen, die es gehen schauen und den Menschen, die gehen auftreten. Das gell, also du weißt da mehr dazu eine Frage. Ja. Yeah. Die Leute, die Open Mics schauen, die gehen nicht per se ganze Solos schauen oder Mixed Shows. Nochmal ein anderes Publikum, gell? Ich zweifle sehr dran, ja. Ja. Ich zweifle sehr daran. Weil eben, es ist ja spannend, was die denn toll finden und was nicht. Oder? Also ich habe das Gefühl, Menschen, die Open Mics gehen schauen, gehen vielleicht eher noch einen Tryout von einem Solo schauen. Weil irgendein anderer Nerv wird getroffen bei ihnen. Sie haben lieber das Ungeschliffene, wo eben so etwas wie der Typ
Das siehst du ja nie bei einer Mixed-Show. Du wirst nie gesehen, wie einer erzählt, das und das. Nein, voll nicht. Ich meine, das Ding ist hure geil. Ich finde bei Open Mics, dass eigentlich immer Leute, die, sagen wir, Profis sind, mischen sich mit Leuten, die das erste Mal spielen oder wie etwas komplett anderes machen. Und so finde ich es eigentlich schon recht, finde schon immer recht geil. Yeah. Das einzige Problem ist, wenn natürlich gleich zwei kann, die halt wirklich sacken, vielleicht dann natürlich Moderation das Ganze nicht oder gerne nicht mehr auffangen kann und dann muss man selber gegoogelt gehen und dann ist es so. Ja, es ist schwierig. Es gibt auch extrem schwierige Konstellationen. Du bist übrigens ein super MC. Danke, jetzt wird es langsam zu viel mit den Komplimenten. Ah, jetzt wärst du noch gesehen. Ah, okay. Nein, aber habe ich auch noch sagen wollen. Also, wo hast du das gesehen? Die Mixshow, die wir zusammen gespielt haben im Berner Theater. Haben wir ja nachher noch ein Interview gemacht. Haben wir ein sehr lustiges Interview gemacht. Das ist wirklich sehr lustig gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das schon draußen ist. Nein, das ist glaube ich erst im Jahr. Also, keine Ahnung, vielleicht muss man einen Flug buchen, dass man sich in Edelweiss schauen kann. Wegen dem habe ich ja zwei Jahre lang nur Edelweiss geflogen, weil ich immer gehofft habe, ich sehe mal mehr auf dem Flugzeug. Hast du mal gesehen? Nein. Also, sprich, ich habe mal gesehen, dass man es anwählen kann. Sprich, du hast nur Budget für wirklich günstige Airlines. Ein Kollege hat mich mal hooked up mit einem Edelweiss-Flug, wo wir zusammen von San Diego zurückgeflogen sind. Und dann hat es nicht getan. Und dann hat es gehabt, aber nur ein paar einzelne Folgen. Und ich habe dann auch nicht zu lange gesucht. Ich habe dann gefunden, es wird peinlich. Du hast nicht geschaut. Ich habe gefunden, es wird dann peinlich, wenn ich wirklich mehr effektiv suche. Ja. Aber dort habe ich es auch noch nicht moderiert. Mhm. Ah, du hast einfach einen Spot gehabt. Mhm. Ah, okay. Und dann suchst du wirklich viele Folgen, bis du irgendjemand die mal findest. So. Ich glaube mittlerweile vielleicht nicht mehr, ich weiß nicht. Ich bin hure lang Gesicht gesehen von der Playlist, die Swiss Indie Heroes geheißen hat. Oh. Wo drei Songs von meinem letzten Album drauf sind und noch mit dem Bild dazu. Yeah. Und habe lustigerweise wirklich recht viel Zuschriften gekriegt auf es, von Leuten, die mich dann dort entdeckt haben. Und dann bin ich letztes Jahr in die Ferien gegangen mit meinen Eltern und dann sind wir Edelweiss geflogen und dort hat es so das gleiche Entertainment-Ding wie bei der Swiss oder so. Yeah. Und dann habe ich effektiv beim Start vom Flugzeug so einen Song von mir, der First of Pop heißt, habe ich First of Pop hingehauen und dann so gestartet. Das war geil gewesen. Habe ich wirklich gefühlt. Das sind die schönen Momente. Ich bin noch ein bisschen angegügelt und denke, soll ich jetzt dem Steward da sagen, Entschuldigung, ich lasse mich gerade selber. Aber hast du ein Silo. Aber das sind auch meistens die größeren Erfolgsmomente, als wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt die Song wirklich erfolgreich ist, das ist sicher geil, aber so etwas ist fast das geilere Glücksgefühl. Lustig ist ja, ich habe ja nichts davon gewusst. Yeah. Und ich bin als Solomusiker bin ich sehr selbstständig. Nicht, weil ich unbedingt will, aber ich einfach in dem Sinn, also ich tue einfach mein Zeug selber verlegen und bringe das selber raus, lizenziere etc. Und ich habe nicht gewusst, dass. Machst du jetzt noch? Ja, ich will mein neues Album fertigstellen. Oh. Ja. Also, wenn du das selber fertigstellen? Mixing, also, ich mische es mit meinem Freund jetzt zusammen. Mhm. Es hätte letztes Jahr schon fertig sein sollen und dann hat es Verzögerungen gegeben und jetzt wegen Corona etc. pp. Aber da bin ich jetzt schon recht lange dran am Arbeiten und dann das wird jetzt fertiggestellt. Das heißt Forever Fun und ist mein traurigstes Album bisher. Aber das heißt es so freudig. Ja, natürlich. Ich muss es ja pluggen. Ich bin da zum Shit pluggen. Forever Fun, Moritz, drop nächstes Jahr. Big Cinema Records. Folgen wir. Irgendwo im Internet. Auf jeden Fall habe ich nicht gewusst, dass ich in dem Entertainment-Dings bin. Ich habe keine Anfrage gekriegt oder irgend sowas. Okay. Und dann hat mir auf einmal einfach jemand so ein Foto geschickt, so hey, cool. Aber das ist ja rechtlich eigentlich auch nicht okay. Das heißt, du solltest eigentlich Geld kriegen für das, oder? Man kriegt aus Wiese für es. Ah, okay. Und ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, wer das gemacht hat. Und das ist ein hoher netter Dude, Tobias Jensen, der selber jetzt so Musik macht. Ja. Yeah. Ist der Monat gerade SRF 3 Talent of the Month. Ja. Yeah. Guter Dude. Und er so, hey, die Hit und so. Er ist so herzig. Wow. Er schaut aus wie der Marty von Rick and Marty. Er schaut genau gleich aus. Wirklich? Eine Legende. So ein herziger Sieg. Zeig mal, kannst du mal ein Foto suchen vom, wie heißt er? Tobias Jensen. Also ich muss mal schnell da anschauen. Ja? Das ist jetzt eigentlich voll fies. Und dann, nein, ist nicht mehr Wunder.
Und dann hat er wirklich den Dich getan. Und ich am Anfang hatte genau den gleichen Dings. Ich so, was? Ich bin bei einem Flüger. Und hat gedacht, ich könnte jetzt da eine E-Mail schreiben und dann schenken sie mir einen First-Class-Flug nach New York oder so. Gerne nicht jetzt gehen. Du ja schon immer First-Class fliegst, können wir dir nicht ein Ticket schenken. Genau. Ja. Also ich auch mittlerweile einfach ein Pilot auf der Knie. Zeig mal. Hast du eigentlich auch Pilot will als Kind? Was hast du will als Kind? Sag nicht Comedian. Vielleicht ein halbes Jahr Pilot. Nein, lang Basketballstar. Nicht Basketballspieler, sondern Basketballstar. Richtig, haben wir gesagt, ich brauche keinen Spalding-Ball, weil ich werde eh mit dem in der NBA spielen. Okay, ist schon ein guter Move. Jetzt habe ich gemeint Patti Basler. Das, nein, ist das der Tobson? Ah ja, genau, ja. Ja, ja. Ah, ja, jetzt. Ja, ja. Safe. Hey, gut, und das gleiche Hemdli wie du. Lass ihn an. Mach gute Musik. Mach ich, auf jeden Fall. Ja, er soll da den Talent Award gewinnen. Ja. Yeah. Obwohl die Coolen verlieren ja die Talent Awards. In welchem Jahr ist Crimer gewonnen? Im 19. Gerade bevor das Album rausgekommen ist, yeah. Obwohl, 18? Hä? Nein, 18. Und 19 hat er verloren. Als Breaking Act. Ah, gegen im Wien hast du Dings gesehen? Der Marius Bär. Marius. Genau. Ah, super netter Dude. Auch da gesehen, oder? Mhm, ja. Mhm. Ja. Marius habe ich es cool. Ja, den kenne ich nicht persönlich. Ich habe ihn gesehen im Publikum, bei dieser Fernsehaufzeichnung. Ja. Weil er die ist supporten. Mega nett von ihm. Ah nein, erst wegen Matteo eigentlich. man kann sich nicht aussuchen. Aber ich bin trotzdem froh, dass er gekommen ist. Mhm. Und hätten aber nachher schon gesehen, du, wenn wir wieder auf die Tour gehen, hörst du mich drauf mit dem da. Also ist jetzt wie auch einfach gerade so. Gut, wenn dann Rona vorbei ist, ja. Dann gibt es ja eh wieder eine Tour im Jahr. Ja, das neue Crimer-Album droppt auch nächstes Jahr. Ich weiß zwar nicht, was es heisst, aber mein Crimer kennt man ja sowieso. Ja, ja. Wobei ich lange gebraucht, bis ich den neuen Song erkennt habe von ihm, weil er nicht mehr so singt, sondern mehr so Weekend, Michael Jackson-mäßig. Mhm. Darum habe ich lange gebraucht, bis ich das... Wird das alles so? Kann ich nichts dazu sagen, aber nein, auch nicht unbedingt. Okay. Es ist schon mehr, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr 90s. Mhm. Also man merkt schon, irgendwie das so das Boyband-Zeug. Also 30 Jahre einfach immer. Nein, zurück. Ich glaube, er wird sich jetzt einpendeln zwischen 85 und 94 oder so. Yeah. Nein, es wird, glaube ich, schon noch der Crimer sein, wie man kennt und liebt. ich müsste eigentlich ins Radio, oder? Irgendwie, was so nicht, Würst fürs Fernsehen bin ich. Pure PR-Dude. Ja. Ja, ich plug den Shit. Stell mir mal eine gute Frage, komm. Ich stelle keine Fragen, wir labern auf die Scheiße. Okay. Ah, ist das so ein Podcast? Im Gegensatz zu, was bereitet ihr vor bei Endstation? Die Zeit, wo wir uns treffen. Dann schreiben wir uns 2 Stunden an und ich schneide es dann und haue es online. Bist du dort der ausführende Macher? Ich bin Bottom, ja. Eindeutig. Nein, ich habe mein Studio, Matteo Superstar natürlich, oder der Kunt. Gea, erste Klasse. Schädler hat alles weg und dann schädlert mal schön durch mein Studio. irgendwie fresst ein paar Nüsse und irgendwie Trockenfleisch, weil das Bodybuilder so machen. Mhm. Ja, und dann verpisst er sich wieder und ich muss dann da immer noch lustige Text schreiben, den ganzen Titel gehen und dann fetzen wir es online. Liebe Leute, die da den Feelgood-Podcast lassen, lassen doch der Endstation-Podcast. Endstation mit Matteo Gudenrath und mir, Moritz Scheller. So ist es. Ja. Hey, cool, habe ich alles geplagt? Jetzt kannst du eigentlich wieder das Handy gehen. Nein, wegen
Wegen Crimer? Ja. Wie ist das entstanden? Wir haben zusammen gespielt und dann haben wir uns hure lustig gefunden. Und was heisst, ihr habt zusammen gespielt? Er war Solokünstler, ich war Solokünstler und dann haben wir in Freiburg zusammen ein Konzert gespielt. So am Festival oder was? Ja, es ist wie so, ich habe so eine Schweizer Band oben gesehen. Ja. Yeah. Das ist More Eats und Crimer auftreten. Bevor er Crimer geheißen hat, hat er Batman geheißen. Wirklich? Ja, super Idee, um sich Batman zu nennen. Wirklich? Ja. Das hätte ich nicht gewusst. Ja, und dann hat er sich, wie quasi bevor dem Brother Love als Single rausgekommen ist, hat er sich Crimer genannt. Ich finde, Crimer ist ein perfekter Artist-Name. Crimer ist ein guter Name, ja. Ja. Und ja, und DC Comics hat geklagt wegen Batman. Haben sie? Ja, weiß ich nicht. Statt im Wikipedia-Text. Auf dem her, liebe Zeitungsleute, machen mal eure Hausaufgaben, als ob DC Comics klar. Nein, wurscht. Auf jeden Fall haben wir uns dort kennengelernt. Ja. Sind jeweils dort gewesen mit unseren besseren Hälften. Und sind nach zusammen im Zug zurückgefahren. Und natürlich ich, Achtung, habe natürlich auch gedacht, was ist denn das für ein Double? Wahrscheinlich haben wir nur ein bisschen gehört, Batman dort, Batman da. Was heisst ein Foto gesehen. Ja, wie du halt. Oder das gleiche, was ich jetzt vorher von dir erzählt habe. So. Aha, eben. Wie oder? Du mich gefunden hast, nicht wie ich ihn gefunden habe. Nein, eben. Ja, ja, ja. So nach so, eben, was ist denn das für ein? Oder voll negativ. Und dann zuerst mal, stimmt, er hat seine Gitarre im Zug verloren, ich hatte einen Verstärker dabei und dann haben wir gut alten Switcheroonie gemacht. Und dann sind wir im Zug, während, mit den Instrumenten auch, während unsere Partnerinnen am Pennen waren, haben wir uns gegenseitig zugelegt, was wir für coole Dudes sind. Und so haben wir uns kennen und lieben gelernt. Und wo dann die Band angestanden ist, etc. pp., habe ich gesagt, hey, also ich hab eigentlich überredet, weil ich gesagt habe, ich habe einen Proberaum, du brauchst einen Gitarrist. Und so. Und die geografisch Nähe, so. Ja, Balgach und Liechtenstein. Hey, Luftlinie von 20 Kilometern, aber ich kenne den schon nicht von früher. Also. Ja. Aber du wohnst ja jetzt, ich weiß nicht wie lange schon, aber du wohnst ja mehr in Zürich, kann man fast nicht. Du wohnst ja eigentlich an der Langstrasse, oder? Ja. Yeah. Ja. Wie, dürfen wir das sagen? Ja, ist du mir scheiße. Eben. Kannst du ja plagen. Langstrasse, für alle, wo hey, mal... Hey, für alle, wo mal eine richtig gute Zeit haben. Kann nicht die Langstrasse, dort wo die Lichtli leuchten und der Kiosk immer allen Bier gibt, bis aber sie richtig nur noch rumschreien vor dem Fenster. Nein, ja, ich wohne schon seit über 10 Jahren jetzt in Zürich. Zwischenzeitlich mal in Deutschland gewohnt. So eine größere Stadt als Spree. Berlin, für alle, die mal richtig, richtig gute Zeit haben, in ihrer Hauptstadt mit Vergangenheit. Berlin. Ich habe das Gefühl, man verspürt die Vergangenheit immer sehr in Berlin. Im Fall ich, wo ich dort geklebt habe, Amix hat so ein bisschen getrunken. Und dann gerade so wollte ich sagen. Auf meinen zwei Balkönen gestanden, also gleichzeitig. und dann, es ist halt auch eine sehr und dann habe ich wirklich angeschaut, es ist eine sehr eine schöne Aussicht, es ist ein Paul-Linke-Ufer, es ist gerade so Kreuz Köln, vielleicht bist du mal in der Ankerklaus oder so, bist du sicher schon mal verhocken. In der was? Ankerklaus ist so das Lokal, gerade zwischen Kotti und Hermannsplatz, wo die coolen sind. Auf jeden Fall habe ich dort gewohnt und dort am Balkon angeschaut und du siehst halt wirklich so die ganze, also einfach gerade so prangvolle, ja, einfach prunkige Fassaden, fette Fassaden. Brunzige Fassaden. Brunzige Fassaden. Mhm. Und im Fall wirklich, es hat einfach so Switch gemacht und ich habe einfach überall Nazi-Flaggen gesehen. Und so, und es ist wie, was so, ich bin auch mega hysterisch, was so etwas angeht. Einfach viel zu viel schon so Dokus gesehen. Mhm. Jetzt gerade wieder neu re-released worden mit Nürnberger Prozess. Gerade wieder anschauen, gerade alle drei Teile. Ich hatte einen Auftritt in Nürnberg. Meine Mitbewohnerin, dort haben wir zwar noch nicht zusammen gewohnt, aber es ist trotzdem mitgekommen. Ja. Und dann haben wir gefunden, hey, ist doch cool, gehen wir mal dort in das Museum. So. Ja. Können wir mal schauen, was der Speer bauen hat wollen. Und was richtig krass war, ich meine, es gibt ja viel Dokus über die Kriegszeit an sich. Und dort hast du aber so einen ganzen Raum gehabt, wo die Entwicklung vom Dölfi, wie ich ihn nenne, zeigt Führer, hat. Ich sage Führer dazu, aber ja, Dölfi. Ja. Und was richtig krass war, dort ist der Trump frisch gewählt gewesen. Aha.
Und du hast ohne Scheiß bei etwa 4 Jahren hast du einfach so ultimative Parallelen gesehen, mit eben auch so ein bisschen Klassenspaltung und Bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Natürlich auch das Fernsehformat, das der Hitler hatte, bevor er damals mit seinen Homies da der Münchner Keller gestürmt hat. Stimmt, Bibi. Also ich persönlich bin ja wirklich offiziell Fan von der ersten Platte von Hitler, die er damals noch underground gesehen ist, bevor er gesigned worden ist. Das ist das erste Album. Also Radio gibt es ja dank Goebbels. Ist es effektiv, also der Volksempfänger natürlich, ja. Ist ja eigentlich Goebbels Radio. Goebbels Schnauze. Ja, und Film hat er ja unter sich. Aber die Reality-Show mit dem Delphi, die war recht geil gewesen. Der Lehrling. Der Lehrling? Ja. Check es. Wie die Apprentice. Ah. Ja. Hast du wieder gesehen. Ja. Ist nicht Mose. Ich kann nicht Englisch machen. Wir haben mal auf Hochdeutsch gehabt. Ich gesagt, du kannst nicht mal Deutsch. Okay. Nein. Wie lange hast du in Berlin gelebt? Nur ein halbes Jahr. Und wieso? Ich bin dort gesehen, zur Musik mal eine Förderung bekommen. Eine Förderung. Nein, einfach eine Förderung vom Liechtenstein. Es gibt dort so ein Atelier. Und ich bin eine krasse Musikerlegende im Liechtenstein. Und habe darum halt natürlich Förderung bekommen. Wie viele Leute kommen an ein Konzert von More Eats? Im Liechtenstein? Ja. Oh mein Gott. Sag ich nicht. Doch, sag jetzt? Nein, es kommt niemand. Es kommt wirklich niemand. Das stimmt nicht. Es kommt wirklich niemand. Ja, das letzte Mal, als ich wirklich so eine Tour gespielt habe, ist auch schon 4 Jahre her. Damals mein Album rausgekommen. Tour, eine Show in Ruckgell? Nein, ich habe natürlich exklusiv nur eine Show im Lichtstück gespielt. und ich habe im Takt gespielt, im Theater, im Foyer. Ja. Weil dort habe ich früher nur gearbeitet, so ein bisschen als Techniker und hatte da Veranstaltungsreihe. Hey, und es war bald Donnerstagabend. Es ist in beiden Zeitungen, habe ich geschaut, dass es einen Artikel gegeben hat, zum wörtlichen Werbung. In beiden Zeitungen. Ja. Im Volksblatt wie auch im Vaterland. Mhm. Und die heißen wirklich so, oder? Ja. Okay. Und jetzt? Ja, nein. Was damit meinst. Auf jeden Fall wirklich gut promotet. Und damals ist Facebook, genau, vor 4 Jahren hat man ja schon auf Facebook Sachen erreichen können. Und wirklich Druck gemacht. Hey, im Fall, es sind so wenig Leute gekommen. Und ich rede so von einer einstelligen Zahl. Und ja, ist ja die Hälfte vom Lichtsten. Nein, es können schon so ein paar Leute kommen. Ich war wirklich einfach niemand gekommen. Und meine Eltern sind dort gesehen und ich habe mich sehr gefreut, weil meine Eltern habe ich eigentlich immer so ein bisschen von meiner Musik gesagt, ich habe nie gesagt, hey, ihr müsst kommen. Mhm. Weil ich immer gewusst habe, ich bin nicht mehr so schlecht auf der Bühne und sowas. Mhm. Und jetzt bei diesen Klickkunst-Sachen finde ich, also passt viel mehr und sie haben meine Comedy auch gerne. Und bei der Musik habe ich dann wieder gedacht, ah komm, sie sollen noch kommen, ist doch nice. Dann habe ich mein neues Album spielen und dann haben sie so gerne Freunde mitgenommen. Und ich weiß nur, wie ich dann später dann heimgekommen bin. So quasi, weil ich ein Hotelzimmer hatte. Also ich habe mit meinen Eltern, geschlafen, bevor ich dann in Österreich bin am nächsten Tag. Und ich weiß nur, wie mein Vater so, wie wir so, sind wir dort gehackt sind, so Zigaretten geraucht. Und dann hat er mir ein Kompliment gemacht, wie professionell, dass ich gesehen bin, obwohl niemand dort gesehen ist. Und es hat mich sehr gefreut. Das ist ja das Wichtigste. Zum professionell bleiben? Ja, und nicht nur professionell, sondern zum denen, die kommen, eigentlich. Die richtig geile Show. Ja, die fast noch geile Show. Hm. Weil die sollte ja nicht bestraft werden. Fun Fact, es hat am Tag danach wieder jeweils eine Seite gegeben, der Zeitung. Ah, mit Kritik? Ja. Wie hast du die gesehen? Super. Du super? Ich super. Ja. Und auf Zuschauer wird ja nicht, also sie schreiben ja nicht, es ist niemand gekommen. Also trittst du jetzt noch live auf allein? Mhm. Ja. Ja. Also ich spiele, keine Ahnung, ich spiele wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr mit dem Album und so mal schauen. Mhm. Klar, Comedy und sonst noch andere Sachen, die ich mache. Und noch Crime, man könnte es vielleicht relativ eng werden, aber hast du eigentlich schon im Sinn, dass wenn man... Und dann bist du ganz allein auf der Bühne? Ja. Einfach rein aus speditiven Gründen. Ich meine, ich komme mit dem Koffer erste Klasse nach Fari irgendwo in einer Schweizer B-Stadt. Bern, Basel, Biel, Brunz, überall, gehe überall her. Nein, ich spiele allein,
Weil aber jetzt mit dem neuen Album spiele ich fix ein paar Band-Shows. Au, ich habe eine gute Idee. Darf ich dich gerade fragen? Jetzt so jetzt, oder da? Ja, ja. Achtung. Ich hätte sehr gerne, weil ich würde einfach in 3 oder 4 Städten einfach mit der Band spielen. Ich hätte sehr gerne als quasi, als nicht per se Vorgruppe, aber so als Aufwärmung, hätte ich eigentlich sehr gerne Comedy. Und es ist natürlich ein bisschen dumm, weil wahrscheinlich stehen die Leute und ich finde Comedy, wenn die Leute stehen, schon mal schwierig und so. Yeah. Aber ich finde, wenn du Lust hättest, zum Beispiel in Basel oder so das zu machen, wäre ich sehr down. Aber ja, man merkt. Ich sag jetzt, auf jeden Fall, machen wir. Ja. Ja. Dann passiert ja nie etwas. Jetzt halt die beste Gage. Liechtensteiner Gage, natürlich. Natürlich. Ja. Liechtensteiner Franken. Der 20-fache Wert. Der Büssi hat mal Support gemacht für den Blick. Ja. Und zwar bevor es der Büssi gesehen mit also bevor, dem jetzigen Fame, ja, sondern ja. Er hat schon Comedy gemacht. Ich kenne den Büssi so famemäßig erst so seit ein paar Monaten. Ich habe nicht gewusst, dass der gegeben hat. Das was? No Fans. Ich habe nicht gewusst, dass so in dem Sinn, dass es der Büssi gegeben hat. Mhm, ja. Doch, crazy. Er ist mega bekannt. Crazy. Aber dort ist er aber noch nicht gesehen. Und darum hat er Support gemacht beim Blick. Ja. Und er hat gesagt, sie speziell gesehen, sagen wir jetzt mal. Ah nein, speziell ist es ja sowieso. Aber gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, ich meine, bei Blick, oder, der kommt ja einfach hin zum Brunz, während also bei mir eine Show, da kann die netten Leute, oder? Da kennen sich alle ein bisschen, ich muss die Leute überreden, dass sie kann. Sie freuen sich, dass nicht nur ich spiele, sondern dass zuerst jemand rum ist, der lustig ist. Ich würde im Fall wirklich sagen, du unter Matteo und vielleicht wirklich auch einfach ein bisschen mit den Leuten schnarren. Ich finde, man muss ja nicht Programm machen. Sondern Crowdwork. Effektiv Crowdwork machen. Yeah. Und einfach so die ganze Zeit eigentlich mich verarschen. Ich bin ja nicht auf der Bühne und so. Ist ja einfach mal eine Idee. Jetzt mittlerweile will ich auch gerne immer, dass du machst. Lammers. Aber ich freue mich, dass du Support machst im Schlösslekeller. Von dir? Ja. Ja. Weltklasse. Januar. 21. Januar. Ist nicht erst im März. März. Also es war besser. 17. März. Für Verkauf. 12. März. What? Im Schlösslerkeller. Was? Ich sag's. Wo ich meine Erfahrungen gemacht habe. Hey, 12. März stimmt sogar. 12. März, Schlösslerkeller von dort, mache ich Vorgugen vom Joel Mutzenbecher. Ja. Yeah. Mit dem. Von Mutzenbecher. Von Mutzenbecher. Du kennst dich doch aus mit Blaublüten. Ich kenne mich eben aus mit österreichischem Porno. Das ist Mutzenbacher. Ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Mit dem kannst du so. Ältere Herren kannst du immer sehr durcheinander bringen. Ja, aber um mich. Wenn sie eben so sagen, Herr Mutzenbacher. Ja, meine ersten 6 Filmerfahrungen. Hast du Josefine gesehen, oder was? Wirklich? Ja, ja. Ich habe noch nie einen geschaut. Teil 3. Ich habe noch nie einen geschaut. I swear. Fertig geschaut habe ich so nie. Älteste. Aber kürzlich habe ich mal einen geschaut. Spoiler, ja. 6 am Filme. Schluss. Was, er kommt am Schluss? Ich schaue immer die, sie zu früh kamen und nachts immer geschissen werden von der Frau. Und dann kommt ein Richtiger und macht gut, warum er ist. Das ist mir zu nah an der Realität, das muss ich nicht schauen. Ach, ich weiß auch nicht gut, mittlerweile habe ich jetzt mal Penis Humiliation Phase auch hinter mir. Ah, so, machst du eigentlich so Sexmaterial auf der Bühne? Hast du das auch schon gemacht? Ja, aber ich habe, Achtung, schon alles verballert. Ja. Nein, mein erstes ist ja online, das erste Solo. Dort habe ich, glaube ich, ohne Scheiß einfach 20 oder 25 Minuten am Stück habe ich Sexmaterial. Ja. Dann habe ich beim zweiten, und das war wirklich mein Hauptproblem gewesen, früher noch. Das ist einfach so viel Sex gehabt, das ist eigentlich. Nein, vor allem Material darüber. Ich glaub, gut, aber wenn man eben das Ding ist, ich finde, dass ich so, also der Respekt wäre komplett übertrieben, aber ich finde, junge Leute, die Comedy machen, also jung, alles unter 30, finde ich wie so, es ist doch so schwierig zum überzeugen. Also du musst wirklich gut sein, dass du dann lustig bist. Zum nicht über Sex reden? Oder grundsätzlich? Ja, erstens eher so einfach grundsätzlich zum Material, ich weiß auch nicht. Es ist eigentlich erst, seit ich nicht mehr so gut drauf bin, macht Sinn, dass ich Comedian bin. 10 Jahre wäre es richtig scheiße gewesen. Bist du dort richtig gut drauf gewesen? Und jetzt bist du nicht mehr?
Nein. Wieso nicht? Passt so nicht. Leben. Also ich bin schon gut drauf, aber es ist wie so, die Realität kommt halt näher. Erwachsen werden, ja. Nicht erwachsen, ja, mal wahrscheinlich erwachsen werden oder so. Ist einfach nicht mehr das Gleiche. Ja. Ist einfach nicht mehr das Gleiche. Suffst du nicht so viel? Im Fall, ich weiß im Fall nicht, ob ich mehr oder weniger trinke wie früher. Ja. Wie ich merke, ich trinke weniger und ich habe wirklich zum Teil das Gefühl, ich habe durch das ein bisschen weniger Spass. Ah, im Fall, also ich habe doch auch schon Phasen gehabt jetzt in den letzten paar Jahren. Und kleiner Insider-Tipp, zu viel saufen, nicht gut. Nein, zu viel nicht. Zu viel nicht, aber... Nein, aber auch noch schon zu viel mit zum mehr Spass und das ist Bullshit. Nein, ich mache es ja nicht. Also weißt du, ich habe ja nicht das Gefühl, oh scheiße, ich sollte jetzt wieder mehr saufen zum Beispiel, weil es schmeckt mir gar nicht mehr so. Und ich finde es eben auch nicht mehr so geil und so. Ja. Aber was denn? Was ist so dein Getränk von deiner Wahl? Vieles gern. Aber Wodka, Bier. Wodka, nein, Bier ist aber nicht so meins. Ja. Jetzt trinke ich gern so Sprudel-Schaumwein und sonstige Wein. Jetzt bin ich eher so bei der Traube angekommen. Mhm. Aber früher war es Wodka gesehen auf dem. Ja. In allen Varianten. Kifft oder so schon? Nicht groß, nicht so richtig. Nein. Nein. Mhm. Nein, wo sind wir gerade vorher gesehen? Ist schlecht drauf. Aha, ist schlecht drauf. Nein, genau, wegen Material. Ja, Material generieren. Ja. Und aber ich find, genau das ist der Punkt, dass am Anfang ist bei mir so gesehen und ich merke es auch bei vielen, du fährst auch an Sex, ist so wie das Einfachste zum Witz generieren am Anfang. Du siehst auf der Bühne Bumsen und dann ist lachend blöd. Ja, aber du hast ja eine grossartige Alliteration gemacht mit dem Badmeister Bumsen. Badmeister Bumsen. Das ist Weltklasse. Das tönt einfach schön, weißt du? Für den dritten Platz hat es gelangen. Beschäftigt dich das eigentlich? Nein, oder? Du machst einfach aus Spaß. Ich mache mir aus Spaß darüber lustig. Aber das Schlimme ist, Menschen, eben ich habe sogar schon mal so Fragen, Menschen haben ja dann mega oft das Gefühl, der ist bitter, weil er verloren hat. Und dann macht man, dann spricht man es an. Ja. Und dann ist es wie so, hey, geiles beschäftigt dich. Ja. Und das Ding ist, es ist ja wie eine hure gute Therapie, dass ich ja den Podcast mit dem Matteo habe. Ja. Und ich auch von Anfang an gewusst habe, dass das alles eine geschobene Sache ist. Überhaupt. Oder der hat natürlich der Basler Teig hat sich dort eingeschaltet und hat da irgendwie so eine abgeschnittene Larve irgendwie im SRF vor die Tür hergestellt. Und dann hat man natürlich gewusst, wer er gewinnen muss. Weil gerade Basler in der Comedy so eine extreme Zugpower haben. Hey, im Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich habe schon gewonnen, bevor der Award war oder so. Weil erstens habe ich mitmachen dürfen. Mhm. Zweitens bin ich da in die schräge Auswahl gekommen. Mhm. Ich habe klar das andere schon ohne Publikum, aber ich habe trotzdem zwei eigentlich kicki tolle Videos, wo ich eigentlich relativ stolz drauf bin und ein bisschen Arbeit drin gesteckt habe. Yeah. Was ja schwierig war jetzt mit Corona und so. Mhm. Und ich habe bei den Comedy Awards selber, wo ich ja wirklich die beste Zeit von meinem Leben hatte. Sehr lustig gesehen. Also nicht wegen der Show, sondern nein, der Afterparty. Wegen mir selber. Ich bin mit Abstand die witzigste Person im Raum gewesen. Nein, aber nur schon der Fakt, dass wir so Leute, die ich hure gern und lustig finde, gewusst haben, so, wer ich bin. Und dann bin ich wie so, okay, safe. Mhm. So. Gut. Und irgendwelche Leute, die gesagt haben, hey, lass mal etwas zusammen machen und Logo, es ist Gelalle und sowas. Aber trotzdem, also ich bin made quasi, wenn man in so Mafia-Kreise gerne sieht. Habe ich das Gefühl? Absolut. Vor allem, also ich es geht ja nur darum, dass man ein bisschen auf dem Radar ist und das genau. Andere. Es ist ja auch ein wiederkehrendes Thema, wie viel bringt ein Gewinn von einem Preis überhaupt, weil das ist alles immer sehr relativ, oder eben geht es viel mehr darum, dass man, wie du sagst, auf dem Radar ist. Ja. Und noch viel wichtiger, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt? Bei mir wäre sowieso 8 Jahre zu spät. Ja, ist so. Und ich muss im Nachhinein, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, finde ich, hat der Matteo echt unverdient gewonnen. Er ist so gut, er schafft so viel. Das ist sehr gut. Und es ist ein funny Fälle und ich gebe ihm die besten Tipps und so von immer her habe ich eigentlich den Preis also ein bisschen mehr gewonnen.
Aber nein, ist lustig, schon. Weißt du, weil der Preis ist vor 4 Jahren, ist er nicht einmal ansatzweise, ich weiß, ein Gradmesser gesehen in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß, es war ja eigentlich einfach eine schwindelige Comedy-Show gewesen, und am Schluss hat irgendein Besoffener gesagt, ja, du. Oder? Ja, und vor allem, es ist ja auch ohne jegliches Medieninteresse gesehen, etc. Ja. Und eben, zum Teil denke ich so, für mich zumindest, ist das gar nicht so schlecht gesehen, weil ich bin dann langsam auf ein Radar gekommen. Mhm. Wie lange hast du da schon Comedy gemacht? Wo ich den gewonnen habe? Ja. 2 Jahre. 2 Jahre, ja. Und dann ist langsam so ein bisschen das passiert, was bei vielen jetzt eben schon mit so einer Talent-Geschichte passiert. Mhm. Weil dann kommt mal der erste Fernsehauftritt. Ja. Und dann kommt mal irgendwie ein Feedback eben von jemandem so, hey, findest du noch gut, was du machst? Ja, so. Also und das ist dann so eine langsame Steigerung sozusagen. Also ich muss sagen, ich bin halt wie vielleicht nicht so mega greenhornig, weil ich mache seit ich 16, ich bin so Pop-Rock und ich habe schon so viele Konzerte gespielt, ich habe schon wirklich viele Touren gespielt. Das bringt wahnsinnig viel. Ich kenne jede Steckdose in der Schweiz und zweimal zu Amerika auf so DIY-Touren gesehen mit so Leute, die ich kenne, und zu Europa schon mehrmals. Yeah. Eben, wie gesagt, auch Kleintheatergeschichten gemacht und Theatergeschichten gemacht und so on. So von immer her ist es ja nicht so, dass, wo ich letztes Jahr im November im Langsuit auf der Bühne gestanden bin, dass ich dort das erste Mal in ein Mikrofon gespodert habe. So, das ist ja nicht der Fall. Yeah. Und das macht extrem viel aus. Es macht mega viel aus. Gleichzeitig muss ich sagen, habe ich es immer mega, und das sage ich nett, ich habe es brutal lächerlich gefunden, dass ich da mit 3-4 Open Mics überhaupt schon mal die Einladung bekomme, um dort mitzumachen, um dann unter der Top 3 sein, um dann im Fernsehen zu kommen und bei dem ganzen Shit und dann so gerne noch Mixed Shows bucht werden und so. Logo, kann ich akzeptieren, dass ich glaube nicht scheiße bin, aber haben wir so denken, so, das geht huere schnell. Auch wenn man vielleicht gut ist, aber so das Ding ist wie, klar, es gibt halt nicht viele Leute und man schafft mit dem, was um man ist. Das ist das, was ich momentan ein bisschen kritisiere an der Newcomer-Förderung. Weil ich manchmal das Gefühl habe, es ist nicht wirklich eine Förderung, sondern es ist fast eine Hinderung. Weil was bei uns passiert ist in den letzten Jahren, ist ja eigentlich, dass Comedy hat einfach den Boom gekriegt. Ja? Mhm. Und mit dem Boom, was passiert als erstes? Wenn ein Boom entsteht, dann sagen als erstes Menschen, andere machen das. Was knistest du die ganze Zeit, Christian? Schokolade. Was hast du für ein Schokolädchen? Eine Toblerone. Toblerone? Ja. Freches hier. Ja. Weißt, es ist ja das, was der Amerikaner und der Schweizer Schokolade verstehen. Ja, aber wenigstens ist es das Richtige. Wenigstens das Richtige. Und du winkst noch irgendwelche Leute. Schweiz, ja, geile Sache. Sally. Die Fans wieder überall rausgefunden. Sie wissen einfach, wer man ist. Ja. Richtig. Matteo, guten Rat. Ja, man hat einen Schweizer Fahne verkleidet. Nein, auf jeden Fall, dass Menschen ja dann auf einmal sagen, ich sehe jetzt, dass man das machen kann, also mache ich das auch. Also gibt es logischerweise mehr Leute, die dann auf einmal eben auf der Bühne stehen, Comedy machen, mit dem fängt dann auch an, das Angebot sich vergrössern, weil auf einmal kommt Interesse an einem Open Mic, weil eben Menschen, die erst anfangen, die müssen ja auch in der Plattform kriegen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kommt meistens als letzter Schritt, kommt ja dann das große Medien-Trara drumherum, wo sagt, wir können jetzt auch noch irgendwie auf den Zug aufspringen. Ja. Und ist ja sogar ein Teilzeitarbeitgeber von mir als SRF und vor allem SRF 3. Aber an irgendeinem Zeitpunkt kommt dann halt auf einmal die Share nicht mehr zusammen. Ich habe Vorband gemacht von der Share im Hallenstadion. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Das war schön, das letzte Jahr gesehen. Bitte, wirklich? Ja. Mit dem Crimer? Nein, mit dem Crimer, ja. Ohne Scheiß. Also der Crimer ist mit mir auf der Bühne, gesehen, muss ich dazu sagen. Also dann kommt Share mit dem SRF und einem Newcomer. Irgendwann kommt das nicht zusammen, weil dann machst du das zum ersten Mal. Und im ersten Jahr sind es gesehen, Frank Richter, Sven Ivanic, Melanie Baumann. Und das sind Menschen, die dort zum Teil schon 1-2 Jahre viel gespielt haben. Ja. So, und die kannst du dann eben in den Talentpool rein tun. Ja. Andere, die du dann dort vielleicht noch nicht gerade gesehen hast, im Scouting, die sind dann im nächsten Jahr gesehen
und das ist gesehen, was jetzt der? Ist das schon Kiko gesehen? Ja? Kiko hat es, ja. Kiko, Cenk, Hamza und ich vergesse jetzt ganz viel, weil ich glaube, in diesem Jahr ist Rebecca gesehen. Rebecca Lindauer. Ja. Also weißt du, das sind wirklich also Leute, wo finde ich ja die lustigste Person. Mega. Das heißt, du hast dort ganz viele Menschen, die einfach schon ein gewisses Level haben, weil sie das eben auch schon ein, zwei, drei Jahre gemacht haben. Und mit jedem Jahr war das halt ein bisschen weniger. Und in deinem Fall ist es sogar absolut zu Recht, dass du in dem Pool drin gewesen bist. Es dürfte ja eigentlich nicht sein, dass man mit 4 Open Mic Auftritt in den Pool hineinkommt. Weißt du, wie ich meine? Das müsste die Ausnahme sein und nicht die Regel. Ja, ja, eben. Und man. Ja, also es sind ja auch Sachen, sind ja Sachen passiert. Schon, also. Nein, weil es wird dann halt immer schwieriger, weil auf einmal wird es dann nach einem verzweifelten Suchen nach dem. Es wird das suchen und es ist ja Kugus. Und das obwohl, nicht ich finde den Jahrgang mega fucking gut. Also, sehr viele gute Leute haben da wirklich. Also, ich wirklich denke, es wird tight überhaupt zum Weiterkommen. Mhm. Weil es wirklich gute, sehr, sehr gute Leute dabei gehabt. Ich bin aber weitergekommen, weil die Leute wirklich krasse Loser sind. Und ich sie einfach, einfach richtig an die Wand gemetzelt habe. Naja, aber der Beste hat ja nicht gefunden, sondern der Matteo. Naja, aber dann kommt ja das nächste Problem, nämlich das wird ja alles sehr öffentlich gemacht. Ja, und man muss voten. Ich finde, das ist das Einzige, was aufhören ja, muss. Man muss voten. Man muss aufhören, Klicks generieren für einen staatlichen Sender. No Fans, aber was ist fucking Voting, bin ich wirklich dagegen. Weil, das ist Jury. Und machen eine 100-köpfige Jury Land wie so die Oscars oder Grammys oder so. Ja. Also Swiss Comedy Awards jetzt ja eigentlich sonst funktionieren. Dort sind es ja mittlerweile über 100 Leute, die in der Jury sind. Und der Gag ist ja der, die grösste Kategorie wegen mir. Comedian vom Jahr. Ja. Yeah. Publikum Voting. Ja. Yeah. Kannst du gerne machen, weil dann, keine Ahnung, nimmst die grossen drei, die es dann im Jahr gibt, nimmst ich hin. Und dann generieren ja eh die meisten Klicks. So von immer her, der Voting-Quatsch kannst du ja machen. Mhm. Aber lass doch uns schon ist in Ruhe, wo noch auf alten StudiVZ-Gruppen irgendwie noch die Dickpics löschen müssen und irgendwie so einen neuen Link einfetzen mit «Bitte vote für mich». Ja, und vor allem, was ich ganz blöd finde, ist, es geht ja darum, das Publikum entscheidet, wer die Beste ist. Aber es tut es ja nicht, sondern es ist ja gerade mittlerweile. Popularity-Contest. Eben, also mittlerweile hast du so ein Ungleichgewicht bei Votings, weil halt einfach es lenkt. Ich sage nicht, dass das ja gesehen ist, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt. Hey, ich habe herausgefunden, dass in Basel mehr Leute wohnen wie im Liechtenstein. Nein, aber es langt irgendwie dann, den Boost zu kriegen von drei Leuten, die mega ein Following haben. Und dann bist du eigentlich schon safe. So, oder? Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, die alte Swiss Comedy Awards, wo es wirklich eben eine Live-Show war, dort hat es auch einen Publikumspreis gegeben. Und das sind aber die Menschen im Publikum gesehen, an dem oben. Ja. Und ich glaube, das ist fast das Repräsentativste. Wenn du so etwas willst machen, weil dann geht es wirklich darum, was habe ich jetzt wirklich gut gefunden? Und das ist ja in der Vorausscheidung, ist es ja so, bei diesem Talent, wie es auch immer jetzt heißt. Ja, das ist ein Jury-Dings. Da hast du Jury 50% und hast 50% Menschen im Publikum, die sagen, ich habe den am lustigsten gefunden, zweitlustigsten. Mach es oder lass vielleicht das Publikum wirklich auch weg. Yeah. Who cares? Weil, ich meine, dort kannst du schon politisch. Kannst du da schon irgendetwas fahren, oder? Ja, aber das ist ja das Problem bei einer Jury, das kannst du auch immer politisch fahren. Nein, aber nicht, wenn es 100 Leute sind oder so. Wenn es 100 Leute sind, nicht mehr ganz so, aber da gibt es auch Lobbys. Oder? Dann gibt es natürlich Lobbys, ja. Es ist schwierig, aber im Fall wirklich, also mein Wunsch, wenn nächstes Jahr der Milan Milanski gewinnt, ist das schon entschieden? Ich finde schon, ja. Yeah. Also ich vote für ihn online. es ist das Einzige, was mich eigentlich gestört hat. Yeah. Weil man ja dort so mega, ich finde, sich so verstellen, also nicht verstellen muss, aber es ist so ein Bitty-Betty, wo
völlig fehl am Platz ist. Ja, ja. Aber und auch einfach mitwirkt der Druck von der Voting-Phase. Ich finde aber eben schon vor dem Voting, ich finde aber schwierig, dass die Auftritte dann oft immer verfügbar sind. Und das schließt den Kreis zu, was du über mich gesagt hast und was ich auch schon erlebt habe, wenn du jetzt halt an dem meistens oben... Meistens das Video, wo die meisten Klicks hat oder so. Genau, nachdem. Und wenn du an dem oben jetzt entweder dich nicht so gefühlt hast oder du bist auch noch nicht so weit gesehen. Mhm. Du hast irgendwie eine Nummer gehabt und weil du schon bei einem anderen Talent-Ding, wo auch irgendwie übertragen worden ist, die 5 Minuten gespielt hast, mhm, entscheidest du die anderen 5 Minuten zu spielen, ja, die sind irgendwie noch nicht ganz fertig und so. Ja. Ich meine, das ist mir sogar noch 4-5 Jahre, etwa 4 Jahre into the game passiert, wo ich beim Devil so halbgeschliffenes Material gespielt habe. Mhm. Weißt, also, und wenn das dann noch ganz am Anfang ist, dann irgendwie probierst du etwas zu kreieren für gerade nur den Auftritt und was weiß ich. Und das ist dann das, was die Leute immer gesehen werden. Und vor allem, bis du neuen Content hast und den kannst generieren und der auch irgendwie auch verfügbar wird und, ja, sichtbar wird, kann es denn sein, ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber kann es sein, Schädler, was ist das für ein? Nein, ich klicke also mal aufs Video. Ja, also ich meine, es gibt ja jetzt so die Videos. Ist das schlecht. Es gibt ja auch die Kopfkino-Geschichten ohne Publikum, wo ja die ganze Schweiz, ja, irgendwie am Boden gegagelt hat und einfach wirklich nichts kommt, oder? Und ich habe den Fehler gemacht und habe es geteilt auf Facebook damals, weil Lockdown gesehen und hey, da schauen Leute, sie machen jetzt Comedy und so. Yeah. Und es hat eigentlich recht viele Klicks, oder? Es hat, yeah, irgendwie 3.000, 4.000 Klicks oder so. Was zu viel ist für so ein Video in meiner Grössenordnung. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also Kopfkino ist gesehen, ursprünglich ist mal die Idee gesehen, dass man im dass Kino Holland vor Leuten auftritt und so einen Livestream macht, glaube ich. Also es ist, glaube ich, allgemein der Name von dem Dings und während Rona ist es eigentlich genutzt worden, um den Leuten zu sagen, hey, Comedy funktioniert nur mit Leuten. Und da schaut die Leute treten auf, ja, und da können wir spenden. Genau. Und dann während eben im Lockdown ist es gesehen, in einem leeren Theater treten Menschen auf und performen ihr Zeugs. Ja. So. Und der Kiko hat moderiert und hat immer das Gleiche gesagt. Jetzt kommt irgendwie was ganz, ganz Tolles. Ich weiß nicht, was ich immer gesagt habe. Guter Kollege. Ja, irgendwie ein guter Kollege. Super Kollege. Super Kollege. Mhm. Und macht riesen fetten Lärm oder riesen fetten Applaus. Ja, ja. So. Und dann ist die Person aufgeregt, ja, und hat ohne Publikum halt auf ins Leere geschwätzt. Also so. Definition von einem Cold Room, ja. Und das Wie viele Heuballen sind bei dir vorbeigeflogen? Ich habe es nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Nein, es war aber eine ganze Tafel gewesen, weil ich das Mail gekriegt und ich habe es mir überlegt und so. Und ich habe ohne Scheiß, ich habe wirklich, ja, nicht mit Tränen, sondern heulend, habe ich meine Antwort geschrieben, dass ich das nicht machen kann. Ja. Weil einfach für mich der Grundsatz von dem Ganzen es ist einfach verloren geht. Ja, ja. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl gehabt, ich lass eigentlich meine Community im Stich. So, weißt? Und es ist mega schwer gewesen. Es ist etwas vom Schlimmsten vom ganzen Lockdown. Ich bin einfach dort mit meiner Zeit 5 oder so eingefahren. und es hat sogar 2x8 Minuten. Und dann habe ich einfach dort noch das Letzte, was ich bei meinem Open Mic mal noch hatte, so eine Ficky-Ficky-Geschichte irgendwie. Endlich mal eine Ficky-Ficky-Geschichte. Bin ich Flirt-Dings. Und nein, weil nur schon der Start ist einfach so der gewesen, hey Leutlis, hocken wir auf der Polstergruppe und sind ein bisschen im Fuden. Also natürlich schon extra dumm, aber das Ding ist, ich habe mich dann trotzdem geschämt vor der Crew und allem. Yeah. Es ist dann ja trotzdem nicht so locker durchgekommen. Mm. Es sind auch die ersten Abdrücke vom ersten Lockdown im Gesicht gewesen, nämlich einfach viel Alkohol und viel Würst. Mitbewohner und ich sind einfach auf dem Dach gehockt und haben Wein gesoffen und Würst gefressen, so einen Kopf habe ich gehabt. Wirklich? Ich erzähle, was für Leute sagen auf der Polstergruppe und sind am Fuden. Lütlis und Fuden. Ich habe nur so Hassnachrichten gekriegt von Freunden von mir. Würst, wo von deiner Metzgerei gewurstet worden sind? Nein, die Metzger gibt es schon lange nicht mehr. Ah, gibt es lange nicht mehr. Ja. Okay. Schade. Aber was ich vorhin noch erwähnen wollte, die Metzgerei Schädler, die leider das Jahr zumacht, im Tresenberg
also die andere Metzger, weil ich komme aus einer anderen Gemeinde, Jahre. Und Grosskartussi hat Metzgerei Schädler, die das zu machen. Ja. Weil einfach kein Nachfolger und... Wirklich? Ah, das Problem haben wir jetzt Basel auch mit Bäckereien. Weißt du, das sind richtig legendäre Bäckereien, wo dann einfach kein Nachfolger mehr kommt. Ja. Ja gut, Hierstand ist natürlich schon das Feinste. Hierstand? Nein. Ein Witz gesehen. Gut, aber du hast nicht schon mit Witz, gell? Das Schocki-Gipfeli ist okay von Hierstand. Ja. Ja. Ist das mit Ragusa oder so? Nein, aber nichts. Ich glaube, das Branschli. Ah. Ja. Kein Leben. Aus was für eine Familie kommst du so? So etwas mit Mord zu tun? Was mit Mord? Ja, weil ich ja mit Metzgerei und so. Nein, also bei uns ist nichts in dieser Art. Vielleicht Bäcker. Teig. Vermutet, ja genau, ich komme aus dem Teig. Nein. Man vermutet, dass das Mutzenbecher eine Abwandlung ist von irgendwie Bäcker früher. Dass man früher gebacken hat. Aber, ja. Also Becher, ja. Irgendwie, dass es so passiert ist. So, sag mir doch mal, wie du Katzenjunges auf Liechtensteinerisch sagst. Also ein Baby von einer Katze, ja. Also eine Katze ist ja schon mal ein... Da steht Minzle. Ein Munzle? Nein, Minzle. Aber Minzle, ja, es kommt darauf an, wie du gemeint bist. Shit. Ja. Und dann war eine Katzenjunges war Minzili. Ein Minzeli. Ja gut, eine Verniedlichung kennt man ja. Ah, Schmetterling finde ich schön. Ist ein Bitbolter? Nein, was? Bitbolter ist der Riesenberger Dialekt. Ah, ist ein Sommervogel. Scheissdreck. Stimmt nicht, oder? Nicht. Bin ich auch drin eigentlich. Logisch, da. More eats. Ja. Herdöpfel, look. Ja. So, wie lange haben wir, Christoph? 1 Stunde 26. Schön. Sexy. Ja. Ist ganz 26, gell? 26. Ja. Haben wir alles besprochen? Hast du noch irgendetwas loswerden? Hast du noch etwas plagen? Nicht? Nein, meine Ohren. zum Abschluss, was machst du, um dich gut zu fühlen? Viele Sachen. Ja. Darf ich alles sagen? Ja, hau los. Ich mache sehr gerne Musik. Ja. Und es im Level von, dass ich quasi im Studio bin und einfach etwas Neues anfange zu arbeiten. Und dann... Du bist dann wirklich so quasi frei kreieren. Du gehst ins Studio, schmeißt die Handy weg und... Also ich fange an, mein Handy zu laden. Stecke mein Handy. Du hast nur Strom im Studio drum, gell? An der Langstrasse hast du schon lange keinen Strom. Nein, mehr. Also dort habe ich nur... Zapfahne. Ja, weil was ich bis jetzt ja nicht gesagt habe, ist, dass du zwar an der Langstrasse wohnst, aber nicht in einem Haus. Nicht in einem Haus. Nein. Ja, aber das meine ich auch nicht, die Leute meine ich auch nicht alles. Darum habe ich gefragt, ob man es sagen darf. Aber wenn ihr mich das nächste Mal sehen und ich frage, ob ihr mir einen Stutz habt, geben wir einen Stutz. Ja, Twin. Ja, also 078-677-1470. Wenn wir schicken wir euer Geld. 04078. Nein, Sagst du eigentlich immer deine richtige Telefonnummer? Natürlich. Ernsthaft jetzt? Bin doch nicht blöd. Ja? Ja. Ich bin recht blöd. Hättest schon mal irgendjemand ein SMS geschrieben oder angerufen? Meine Freundin. Bevor sie meine Freundin sieht. Bevor? Bevor sie meine Freundin sieht. Nein. Ja. Weil du auf deine Nummer noch immer rausgegeben hast? Mhm. Wie ist das gegangen? Ah, man muss es so sagen. An einem Konzert? Nein. Kopfkino-Video. Ah! Ja. Aber bei einem Konzert habe ich früher schon auf meinem Synthesizer, yeah. Weil ich nicht stolz bin, was für eine Marke das der Synthi ist, weil bei so Musik-Equipment finde ich halt so altes Equipment mega cool. Yeah. Das ist aber so ein moderner, digitaler, super Synthesizer. Und die Marke finde ich recht uncool und darum habe ich einfach weißes Gaffer-Tape darüber getan und hoffe ich schon über Call Me und einfach meine Handynummer. Yeah. Und hat jetzt natürlich die Crimer Fankreise natürlich auch kleine Wellen geschlagen. Mhm. Was aber cool war, weil dann hat man immer Fotos zugeschickt gekriegt vom Konzert, was eigentlich perfekt ist. Ah ja, voll geil. Nein, und mit meiner Freundin ist es so gewesen, dass das erste Kopfkino-Video rausgekommen ist. Yeah. Und am Schluss sage ich halt so, bist der Zungenkuss von der Stadt Zürich 078-77-470. Mhm. Und dann hat sie mir geschrieben auf Insta, aber wir sind einfach so auf Instagram ein bisschen befreundet gesehen, hast du wirklich deine echte Nummer angegeben? Mhm. Und dann habe ich gesagt,
ja, aber nicht das Video nochmal schaust, dann schau, da hast du sie. Und so haben wir angefangen, miteinander zu schreiben. Sehr schön. Ja. Und das ist kurz vor dem gesehen, wo ich dir gesagt habe, fick nicht zu viel. Und darum bist du so viel. Hör auf, so grusig reden. Aber weißt du, ich hatte gewusst, dass ich dich nicht so verwirre wegen dem. Ich habe gedacht, ich mache einen blöden Spruch. Ich habe gedacht, ich mache einen blöden Spruch und Gang. So, ja. Ich weiß nicht, dein bester Gag ever. Killed. Ja. Nein, eben, ich mache gerne Musik und dann gehe ich effektiv ins Studio und dann habe ich mir eine Gitarre oder einen Synthesizer oder ein Schlagzeug oder so und mache einfach. Kannst du das alles? Ja. Also ich kann es so gut, dass du das Gefühl hast, dass ich es kann. Ja. Ja. Kannst du dich durchfaken? Bitte? Kannst du dich durchfaken? Ja, gewisse Sachen kann ich relativ gut, gewisse Sachen nicht so gut. Aber Sweet Spots sind so 15 Sekunden und du hast das Gefühl, mein Gott, was ist der Moritz? Wow. Yeah. Ja. Es gibt bestimmt Musikschulen, ich so, nein, ich habe KV gemacht. So die liegen. Auf jeden Fall mache ich es sehr gerne. Ich mache wirklich auch gerne Comedy. Ja. Macht mich wirklich auch sehr, sehr glücklich. Du machst wirklich auch gut. Danke. Ja? Das ist doch noch etwas ernsthaft. Nein, finde ich absolut ehrlich und korrekt von dir. Zum Beispiel, dein Bit über die Armee ist mega lustig. Ja. Oder wo du mal zu der Psychologin gehst und in den YouTube-Studio reingehst. Das finde ich auch sehr lustig. Ja. Ja. Was auch nicht das, was ich am besten finde, ist, wo du immer von deiner afrikanischen Herkunft erzählst und von der türkischen Hochzeit. Türkische Hochzeit ist schon ein Traumbild. Finde ich wirklich am besten. Was ich aber so einfach legendär finde, ist. Das ist nicht so lustig, um deine Frisur zu dissen. Das machen wahrscheinlich alle. Soll ich sagen, was du eigentlich für ein Typ bist? Achtung. Du bist ein Typ, der immer einen Schal anhat, aber vielleicht sogar einfach nur ein T-Shirt, oder? Das bist du eigentlich. Nein. Du hast es erfunden. Immer etwas über ein T-Shirt, wenn ich noch einen Schal anhabe. Das ist tatsächlich so. Okay, dann habe ich dich falsch. In dem Punkt schon, ja. Ich will zurückreden, was mich glücklich macht. Yeah. Zurück zu ihm. Ich habe gedacht, du sagst EDM-DJ. Eine Zeit lang hat es immer geheißen, ich will aussehen wie ein EDM-DJ. Nein, für uns hast du eindeutig zu wenig Grazie. Ich habe nicht gewusst, dass die Grazie haben. Haben sie auch nicht. Hey, viel Zeit. Du bist sehr auch schon gefragt. Mir nimmt ganz kurz Wunder, was dich glücklich macht. Und dann will ich sagen, ja, Mio. Sag. Glücklich machen ist natürlich wieder etwas anderes, wie gut fühlen. Ich würde sagen, was ich gerne mache. Ja? Ich hure gerne mit Leuten und will wissen, was sie so machen. Ja? Bist du so ein mega menscheninteressierter Mensch? So. Ja, ich weiß nicht wieso. Der aber Elsie ist ja so, das ist ganz krass. Was? Der Elsie noch. Ja. Was auch nicht, ich hatte gerade letztens einen sehr schönen Tag gehabt mit einem Uber-Fahrer. Fahren sie viel Uber? Ja, wahrscheinlich mehr wie ein Easy-Tap. wirklich sehr interessiert an verschiedensten Jobs und Zeug und so. Und ja, wie das komische Talent, dass ich wie zu allem so ein bisschen etwas sagen kann, dass man das Gefühl hat, dass ich mich ein bisschen mehr auskenne. Nicht, dass ich es dafür benutze, aber ich rede wirklich sehr gerne mit Leuten und gebe dann meine unglaublich nicht fachmännische Dings dazu ab. Und so Freunde natürlich. Freunde und Familie. Ja. Das Leben im Allgemeinen. Essen. Geil. Ja? Ja. Essen schon. Selber gemachtes Essen? Ja, oder? Ja. Also in dem Fall halt bei der Langstrasse. Das, was halt. Das, was du halt im Happy Bag kriegst für deine drei Stutz, wo dann. Genau, wie Too Good To Go. Oder was man dann holt. Auch auf den Unterschwinder. Der Witzli-Verzähler. Wo du bei jemand anderem auf dem App musst reservieren, weil du ja selber natürlich kein Handy hast. Ja. Letztens beim Garden Bleu essen ist die Bedienung. Also mein Kollege ist gerade aufs WC gegangen. Und dann hat die Bedienung ist so weggelaufen und dann hat sie so gefragt: Hey, geht's dir eigentlich gut? Und ich so. Haben wir schon die Beziehung zueinander? Das ist eine gute Frage. Und dann sie so, nein, weißt du, mit der Comedy. Was hat mir beim Fernsehen gesagt. Oh! Und dann ich halt so bla 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 bla. Aber nein, stimmt, das hat mich eigentlich auch, es hat mich auch glücklich gemacht. Nein, macht mich glücklich. Egal, ich will auch noch mal sagen, dass mit der Plattenverkäufer, der aus dem komischen DVD-Plattenladen, bin ich das letzte Mal reingelaufen und er so,
aha, wir haben im Fernsehen gesehen. Und ich so, und ist gut gewesen? Und er so, ja. Der Dude, der mit den grössten Hangs abhängt. Nein, ja, mir macht das Leben glücklich. Und wirklich, Leute unterhalten tue ich so gern. Ja. Ja. Aber das kannst du sehr gut. Herzlichen Dank. Du bist so eine natural entertaining person. Ich habe auch hässlich gesehen und die Leute fühlen sich trotzdem so abgeholt und unterhalten. Das ist ein Schießtrack, gell? Dann steigerst du dich fast noch mehr drin. So halber, ich meine es eh nicht ernst. Mhm. Je nachdem. Wirst du denn so richtig hässig oder machst du denn so passiv-aggressive Bemerkungen die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht, ich reg mich zum Beispiel auf über irgendeinen Trend, wo die Leute zum Beispiel essen oder so. Kann man sich über so etwas richtig aufregen? Aha. Eigentlich nicht. Ja, ja. So. Ja. Episode, so. Ich meine, früher, als ich zum Beispiel Ausländer gehasst habe, dort habe ich mich noch richtig aufregen können. Oder? Aber mittlerweile habe ich einfach dem Druck gestanden und bin halt jetzt eigentlich so ein linkskultivierter Künstlertyp. Jetzt hast du einfach akzeptiert, dass es so ist. Dass ich selber Ausländer bin. Never. Sehr schön. Cool. Ich glaube, wir haben es. Ja. Ja, lang Folge ever. Definitiv. Hey. Definitiv. Boom. Vielen Dank. Herzlichen Dank dir. Weißt du, was ich richtig toll finde, ist, dass es nicht Hallo, nicht Hello, nicht Grüezi, sondern Hoi ist auf Liechtensteinisch. Also Hoi. Das jetzt der mega... Hoi, Fürst. Hoi. Hoi. Man sagt ja nicht Hoi, man sagt Hoi. 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 Sagt man aber nicht zum Tschüss sagen, oder? Ich rede ja noch ganz kurz zum Abschluss, weil wahrscheinlich 3/4 von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mich ja nicht verstehen würden. Yeah. Hey, ich glaube, es ist lustig gewesen, aber ich habe ihn nicht verstanden. Ich rede wirklich ein geschwolles Liechtensteinerisch. Ah ja? Das ist null mehr eckig oder kantig. Können wir bitte das mal das Foto nehmen für das Titelbild? Du machst so und ich so. wenn man. Du musst, glaube ich, auf welchem bist du gesehen, Christoph? Hin und her, aber ich kann alle vier Spuren. Ich will nicht, also ich will nicht da mit ihrer Corporate Identity rumflixen. Warte, du musst noch mal. Was hast du jetzt drauf gehabt? Ich bin total gesehen. Ah, okay. Ich brauch ein Close von mir. Okay, warte jetzt. Jetzt sind wir bei den Schuhen. Also, jetzt mach ich. So. Okay. Mach du rein. Nein, warte, da, so. Die Gesicht muss man schon ein bisschen. Ja, das ist gut. Super, also das wird der Thumbnail. Geil. Ja. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wie die Folge rein schädelt. Bis bald. Peace. Hup. Thank you.